Dieses Video basiert auf dem gleichnamigen Artikel, der von Dmitri Chalesow verfasst und vom deutschen Nexus Magazin im Oktober 2010 veröffentlicht wurde. Hauptsächlich basiert dieses Video jedoch auf der erweiterten Internetversion des Artikels vom Juni 2012. Im Video selbst wurden einige Anpassungen durchgeführt, damit es einem Videobeitrag entspricht. Die Gesellschaftsordnung fußt letzten Endes auf dem Glauben, dass der große Bruder allmächtig und die Partei unfehlbar ist. Aber da in Wirklichkeit der große Bruder nicht allmächtig und die Partei nicht unfehlbar ist, müssen die Tatsachen unermüdlich von einem Augenblick zum anderen entsprechend zurechtgebogen werden. Das Schlagwort hierfür lautet Schwarz-Weiß. Wie so viele Neusprachworte hat dieses Wort zwei einander widersprechende Bedeutungen. Einem Gegner gegenüber angewandt, bedeutet es die Gewohnheit, im Widerspruch zu den offenkundigen Tatsachen unverschämt zu behaupten, schwarz sei weiß. Einem Parteimitglied gegenüber angewandt, bedeutet es eine redliche Bereitschaft zu sagen, schwarz sei weiß, wenn es die Parteidisziplin erfordert. Aber es bedeutet auch die Fähigkeit zu glauben, dass schwarz gleich weiß ist und darüber hinaus zu wissen, dass schwarz weiß ist und zu vergessen, dass man jeweils das Gegenteil geglaubt hat. Das verlangt eine ständige Änderung der Vergangenheit, die durch das Denkverfahren ermöglicht wird, das in Wirklichkeit alles Übrige einschließt und in der Neusprache als Zwiedenken bekannt ist. Die Änderung der Vergangenheit ist aus zwei Gründen notwendig, deren eine untergeordnet und sozusagen vorbeugend ist. George Orwell, 1984. Lasst uns niemals frevelhafte Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit den Anschlägen des 11. September tolerieren. Boshafte Lügen, die bezwecken, die Schuld von den Terroristen selbst abzulenken. Weg von den Schuldigen. Verschwörungstheorien. 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 Ja, einverstanden. Lasst es uns tun, Herr Busch. Lasst uns sofort damit aufhören, frevelhafte Verschwörungstheorien zu tolerieren. Lasst uns mit der frevelhaftesten aller Verschwörungstheorien über den 11. September beginnen, mit derjenigen, die aussagt, dass Flugzeugbenzin, also Kerosin, einfach große Mengen Baustahl zu mikroskopisch, schwebend leichtem Staub schmelzen könne und dass die Stellen dieser Vorkommnisse mit der merkwürdigen Bezeichnung Ground Zero bezeichnet werden müssen. Dass die offizielle Geschichte des 11. September ein Sack voll Lügen ist, gilt in der alternativen Gemeinde als erwiesen. Doch was geschah nun wirklich? Eine neue Serie von Enthüllungen eines ehemaligen Mitarbeiters der russischen nuklearen Geheimdienste schockiert selbst jene, die gedacht hatten, längst hinter den Schleier zu blicken. Als die einfache Bevölkerung sah, wie zwei Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Center in New York einschlugen und diese im Rahmen der Ereignisse des 11. September in einer Staubwolke zusammenstürzten, waren die Menschen zu geschockt von den Geschehnissen, um diese einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Seit damals wurden den Leuten die absonderlichsten Vorstellungen eingepflanzt. Dass hohle Aluminiumflugzeuge angeblich in der Lage seien, massive Stahlkonstruktionen gänzlich zu durchdringen und dass Flugzeugtreibstoff Kerosin diese Stahlkonstruktionen vermeintlich schmelzen könne, sodass nichts als schwebend leichter mikroskopisch feiner Staub übrig bleibe. Früher oder später müssen diese absurden Ansichten verworfen werden. Der Einsturz der Zwillingstürme hatte absolut nichts mit irgendwelchen Flugzeugen zu tun und ebenso wenig mit Bränden, die angeblich durch die Flugzeuge ausgelöst wurden. Dies ist eine offensichtliche Tatsache und sie beschäftigt seit mindestens 6 Jahren Millionen von Amerikanern, die sich mit der offiziellen Erklärung der Zerstörung des World Trade Center nicht zufrieden geben. Als der anfängliche Schock nachließ, erkannten viele Menschen, dass es in der offiziellen Darstellung schlicht zu viele Ungereimtheiten gab. Zunächst fiel auf, dass die Reihenfolge, in der die Zwillingstürme einstürzten, nicht der entsprach, in der sie von den Flugzeugen getroffen worden waren. Der Südturm, der nach dem Nordturm getroffen wurde, brach zuerst zusammen und der Nordturm kollabierte als zweites, was bedeutet, dass das Feuer 1 Stunde und 42 Minuten brauchte, um den ersten Turm einbrechen zu lassen und nur 56 Minuten, um den zweiten Turm zum Einsturz zu bringen. Berücksichtigt man, dass die Brände in den beiden Türmen von ungefähr der gleichen Menge Kerosin verursacht wurden und dass die Türme Zwillinge waren, das heißt absolut identisch im Hinblick auf ihre Stabilität, ist dies der erste deutliche Hinweis darauf, dass ihr Zusammenbruch nicht durch das Feuer herbeigeführt worden sein kann. Die nächste Erkenntnis traf die 9/11-Rechercheure, als sie bemerkten, dass das Gebäude Nummer 7, ein enorm stabiler, in moderner Stahlskelettbauweise errichteter, 47-geschossiger Wolkenkratzer,
des World Trade Center am späten Nachmittag desselben Tages auf ähnliche Weise in sich zusammenbrach, ohne jedoch von einem Flugzeug getroffen worden zu sein. Da der Einsturz der Zwillingstürme offiziell auf das Kerosin der Flugzeuge geschoben wurde, war der Zusammenbruch des WTC-7 derart unerklärlich, dass der offizielle Bericht der 9/11-Kommission es vorzog, den Einsturz des Gebäudes Nummer 7 gar nicht erst zu erwähnen. So als sei der Zusammenbruch eines 47-stöckigen modernen Wolkenkratzers nicht der Rede wert. Vergleich dieser drei Ereignisse sowie eine Reihe weiterer Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit den Einstürzen brachte die ersten 9/11-Rechercheure zu dem Schluss, dass sie von den Behörden belogen wurden und die Zerstörung des World Trade Center weder etwas mit Kerosin noch mit den Flugzeugen zu tun hatte, da diese Flugzeuge überhaupt nicht notwendig waren. Allein schon der Zusammenbruch des WTC-Gebäudes Nummer 7 am späten Nachmittag des 11. September 2001 beweist, dass das World Trade Center so oder so eingestürzt wäre. Ungeachtet irgendwelcher Flugzeuge. Für irgendjemanden war es einfach notwendig, dass das Gebäude einstürzte und deshalb stürzte es ein. An diesem Punkt kam die sogenannte 9/11-Wahrheitsbewegung ins Rollen. Die Bürger warfen der US-Regierung vor, sie habe das World Trade Center vorsätzlich durch eine, wie es im Bauwesen heißt, kontrollierte Sprengung zerstört. Immer mehr Menschen in Amerika bezichtigen ihre eigene Regierung, der Haupttäter hinter den 9/11-Anschlägen zu sein. Und schließlich brachten über 65% der US-Bevölkerung zum Ausdruck, dass sie die offizielle Erklärung für die 9/11-Attacken und den Einsturz des World Trade Center nicht glaubten. Eigentlich sollte sich jeder, der die damalige Berichterstattung aufmerksam verfolgt hat, an die Fernsehbilder von der ausdrücklich erwähnten dritten Explosion erinnern. Hier ist sie. Die aufrührerische Videoaufnahme von CNN, wo Textzeilen zu sehen sind und dort steht, dass es eine gewisse dritte Explosion war, die zuerst den Südturm des World Trade Centers erschütterte und dann diesen zum Einsturz brachte. Der Nordturm, der mit der Antenne, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingestürzt. Er wird später durch die vierte Explosion einstürzen, doch CNN erhielt zu diesem Zeitpunkt eine strenge Verwarnung von den guten Jungs und wird deswegen kein weiteres Mal solche aufrührerischen Worte wie Explosionen erwähnen. Es wird verkündet werden, dass die Zwillingstürme des World Trade Centers durch Kerosin zerstört wurden, während das WTC-Gebäude Nummer 7, welches von keinem Flugzeug der sogenannten Terroristen getroffen wurde, durch Dieselöl zerstört wurde, weil tatsächlich ein Vorrat an Dieselöl im WTC-7 für die Notstromversorgung gelagert war. Die Leute, die der offiziellen Kerosintheorie widersprechen, beschuldigen verständlicherweise die US-Regierung, sie habe vorsätzlich das World Trade Center zerstört. Die wenigsten Menschen wissen aber etwas über Sprengvorgänge im Allgemeinen und über die Konstruktionsweise des World Trade Centers im Besonderen. Daher tauchten einige Verschwörungstheorien auf, deren Behauptungen von einem mit Sprengstoff bestückten WTC bis hin zu einer angeblichen Zerstörung der Gebäude durch Nanothermit eine rätselhafte, bis dahin unbekannte Substanz reichen, mit der jedes einzelne Metallteil der Zwillingstürme beschichtet gewesen sei. Es kursieren sogar noch bizarrere Verschwörungstheorien, die den Zusammensturz der Zwillingstürme mit vermeintlichen Hightech-Waffen in Verbindung bringen, wie zum Beispiel Laserstrahlen, die angeblich aus dem All abgeschossen wurden. Natürlich können sich diese Verschwörungstheoretiker nicht untereinander einigen und verbringen ihre Zeit daher nicht nur damit, die US-Regierung als 9/11-Haupttäter anzuklagen, sondern sie bezichtigen sich sogar gegenseitig, die Wahrheit noch undurchsichtiger zu machen. Das Problem von all diesen Verschwörungstheoretikern ist im Allgemeinen, dass sie nicht wissen, was wirklich mit dem World Trade Center passiert ist. Und was am allerwichtigsten ist, sie wissen nicht, warum es auf diese Weise passierte. Der Autor möchte dem Zuschauer etwas anderes präsentieren. Anstatt nur eine weitere Verschwörungstheorie darzulegen, wird er versuchen, seinen Zeugenbericht und darüber hinaus noch seine Expertenmeinung anzubringen. Durch einen solchen Ansatz wird der Zuschauer, wie ich hoffe, eine weit bessere Erklärung für die Zerstörung des WTC erhalten, als in einem der vielen Internetforen, die sich mit der 9/11-Verschwörung auseinandersetzen. Thank you.
Zu Anfang möchte ich jedem ins Gedächtnis rufen, dass die Stelle in New York, an der das World Trade Center gestanden hat, auf Englisch Ground Zero genannt wird. Den meisten Menschen scheint nicht bewusst zu sein, was der Begriff Ground Zero eigentlich meint und von welcher Bedeutung die Hinweise sind, die sich daraus ergeben. Für die meisten ist Ground Zero ein Eigenname sowie der Name einer Stadt oder eines Schiffs. Den wenigsten ist jedoch präsent, dass die merkwürdige Bezeichnung Ground Zero dem ehemaligen Standort des WTC allzu flink verpasst wurde, um tatsächlich ein Eigenname zu sein. Schon unmittelbar nach dem Einsturz der Zwillingstürme und wenige Stunden vor dem Zusammenbruch des WTC 7, also gegen Mittag des 11. September 2001, wurde das Gebiet von so gut wie allen Beamten und sogar einigen Nachrichtenreportern als Ground Zero bezeichnet. Die Reporterin Anne Thompson von NBC war die erste, die der Öffentlichkeit den aufrührerischen nuklearen Begriff Ground Zero vorstellte. Obwohl dies eine Aufnahme der Abendnachrichten ist, hatte sie die Wörter Ground Zero schon viel früher benutzt, nämlich während des natürlichen Tages, wie es in diesem Videoclip vom 11. September zu sehen ist. Außerdem spricht Anne Thompson von der ersten und der zweiten Explosion in Bezug auf den Einsturz der Zwillingstürme und dass es eine dritte Explosion geben könnte, welches vermutlich den Bezug zum kommenden Abriss des World Trade Center 7 herstellen sollte. Für mich Ground Zero, Fulton und Broadway, etwa 2 Blocks vom World Trade Center entfernt, gerade als der Südturm zusammenfiel. Hollywood könnte sich sowas niemals ausdenken. Eine große Menge Staub und Trümmer kamen tosend den Broadway runter. Um 10.30 Uhr versuchte ich, das Gebäude zu verlassen. Doch sobald ich draußen war, hörte ich eine zweite Explosion und ein weiteres Grollen, mehr Rauch und mehr Staub. Ich rannte in die Gebäude, die Kronleuchter wackelten und wieder füllte schwarzer Rauch den Raum. 5 Minuten später wurden wir wieder mit mehr Dreck und Staub bedeckt. Doch dann kam ein Brandinspektor und sagte, dass wir verschwinden sollten, weil das Gebäude eine dritte Explosion nicht aushalten würde. In dieser Live-Aufnahme von Vox News wird ein Augenzeuge namens Mark Welch von einem Reporter interviewt. Dieser Augenzeuge nennt ebenfalls den nuklearen Fachbegriff Ground Zero im Zusammenhang mit 2 Feuerwehrleuten der 1. und 7. Abteilung. Dazu kommt noch, dass dieser Augenzeuge schon die offizielle Version über den Einsturz der Türme ohne genaues Fach- und Hintergrundwissen den Zuschauern verkündet. Woher weiß dieser Augenzeuge, dass Kerosin und heißes Feuer diese Stahlwolkenkratzer zum Einsturz gebracht haben soll, obwohl noch nie zuvor ein Stahlwolkenkratzer durch Feuer einstürzte, außer nur am 11. September 2001 selbst? Dann behauptet dieser Augenzeuge noch, wie er mit seinen eigenen Augen 5 Blocks vom WTC entfernt gesehen hat, wie das zweite Flugzeug den Turm getroffen haben soll. Dabei kommt alles aus seinem Munde wie aus einem voraus auswendig gelernten Text, ohne Stottern, ohne Angst und mit voller Überzeugung. Mark Welch wird von vielen 9-11-Beweissuchern als bezahlter Schauspieler beschuldigt. Wir wollen Ihnen Mark Welch vorstellen, ein freier Mitarbeiter von Fox. Du lebst ein paar Blocks weiter und hast gesehen? Mann, ich war im 43. Stock eines Gebäudes, das 5 Blocks vom WTC entfernt ist. Ich beobachtete das komplette Ereignis von Anfang bis zum Ende. Die Leute sagen, dass es wie ein Film aussieht. Ich weiß, als ich heute Morgen hier entlang kam und die beiden Türme brennen sah und die Leute standen an jeder Straßenecke, es war wie ein Film, doch du hast gesehen, wie die Flugzeuge die Türme getroffen haben. Ich schaute es mir mit meinem Zimmergenossen an, etwa 7 Minuten nach dem ersten Flugzeugeinschlag. Ich sah das Flugzeug aus dem Nichts kommen und voll in die Seite des Turms. Dann explodierte es bis zur anderen Seite hindurch. Und dann sah ich, wie die beiden Türme zusammenbrachen. Zuerst der eine und dann der andere, hauptsächlich aufgrund strukturellen Versagens, weil die Feuer einfach zu intensiv waren. Es ist offensichtlich, dass eine Menge Leute in den Gebäuden waren zu der Zeit als... 2 Typen vom 1. Bezirk, die Feuerwehr. Die Typen waren alle dort, dieser Ground Zero, als die Gebäude herunterkamen. Ground Zero, als die Gebäude herunterkamen. Ground Zero, als die Gebäude herunterkamen. Hier sind noch ergänzende Informationen zu Mark Welch. Er arbeitete als freier Mitarbeiter für Vox News vor, während und nach dem 11. September. Er machte die Tage nach dem 11.9. sogar selber Aufnahmen von Ground Zero für Vox News. Am Tage des 11.9. kam die Kameracrew von Vox News zu ihm ins Apartment des 43. Stocks im Tribeca Tower, welches 166 Meter hoch ist. Aus diesem Apartment wurde das Geschehen des 11.9. aufgezeichnet. Später sah er aus dem Apartment die Crew von Vox News, die Interviews machte. Er musste keine 100 Meter dorthin gehen, um mit dem Reporter Rick Leventhal ein Interview zu bekommen. Er gibt in einem Radiointerview am 12. September an,
dass er gesehen hat, wie die Turbine des zweiten Flugzeugs durch den Turm geflogen ist und beim Hinausfliegen auf der anderen Seite mehrere Gebäude beschädigte und auf der Church Street zum Stehen gekommen ist. Ja, der erste Einschlag hat dich aus dem Bett gejagt. Was glaubst du, was passierte, als du das WTC in Flammen gesehen hast? Was ging da durch deinen Kopf? Zuerst dachte ich, oh mein Gott, das ist ein verrückter Film. Und hast du eine Idee gehabt, warum es in Flammen war? Als ich aufwachte, dauerte es 1,5 Sekunden, um das Fenster aufzumachen, gleich nach der Explosion. Und die Trümmer strömten nach dem ersten Einschlag heraus. Ich war in Schock und dachte, heilige Scheiße, da muss etwas Großes explodiert sein. Und du wusstest, wer es war? Ja, zuerst nicht, aber dann schaltete ich den Fernseher ein und die sagten, dass es ein Flugzeug war. CNN hatte gerade darüber berichtet. Hast du gedacht, dass es immer noch ein Unfall war? Ja, ich war unsicher, doch da war dieses riesige aufklaffende Loch mit Flammen und die Leute sprangen raus. Und dann, wie aus dem Nirgendwo, kam diese 767, die voll durch das Gebäude geflogen ist. Und ein ganzes Triebwerk war rausgeflogen. Dann weiter zur Church Street, wo es gegen Gebäude prallte und schließlich 1,5 Blocks entfernt von meinem Apartment landete. Du hast gesehen, wie das Triebwerk vom Flugzeug abflog? Flog vom Flugzeug ab, prallte gegen mehrere Gebäude und krachte auf die Straße. Währenddessen rannten die Leute einfach nur weg. Und nach 15 bis 20 Minuten fing das erste Gebäude an einzustürzen. Es fing an zu schmelzen. Geschmolzenes Metall strömte einfach aus der Ecke des Gebäudes und ich dachte, das Ding wird herunterfallen. Und ich meinte, ich kann es mir nicht erklären. Wie erklärst du dir den Einsturz des WTC? Das ist unmöglich. In dieser Aufnahme sieht man einen Reporter von CBS, der über die Verwüstung berichtet, die beim Einsturz der Zwillingstürme angerichtet wurde. Der Reporter spricht auch hier den nuklearen Fachbegriff Ground Zero aus. Das WTC-Gebäude Nummer 7 steht noch und ist deutlich brennend zu sehen. Was hier besonders auffällt, ist, dass der Reporter die ausgebrannten Autos in Zusammenhang mit Ground Zero bringt. Als ob die ausgebrannten Autos durch die Hitzestrahlung einer atmosphärischen Nuklearexplosion verbrannt wurden. Zumindest wird es suggestiv vermittelt. Vermutlich sollte der Reporter den Bezug zur sogenannten zweiten Wahrheit herstellen, wo es um einen Angriff mit Miniaturbomben auf das WTC geht. Dieses kann aber hier aufgrund von Längen nicht näher erläutert werden. Oh man. Mehr Trümmer fallen vom Nachbargebäude des World Trade Centers herunter. Wir befinden uns am West Broadway und es ist sehr schwer hier zu atmen. Das muss ein Ground Zero sein, als dieses Ding hochging. Ein Auto nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Busse, die komplett unkenntlich sind und ganz bis zum Stahl abgebrannt sind. Der Name Ground Zero als Bezeichnung für den Ort, an dem einst das WTC gestanden hatte, blieb auch den ganzen 12. September lang in aller Munde. Und einige Nachrichtenagenturen verwendeten auch am 13. September 2001 noch die kleingeschriebene Variante. Erst dann, als hätte jemand seinen Fehler bemerkt, erfuhr diese seltsame Bezeichnung urplötzlich eine Statuserhebung, wurde zum Ground Zero mit großen Anfangsbuchstaben und zu guter Letzt zum Eigennamen. Sicherlich ging dieser Fehler auf allgemeine Verwirrung zurück, doch bestand er nicht etwa darin, dass die Unglücksstelle falsch benannt worden wäre, etwa weil es einfach zu früh war, dem Ort einen treffenden Namen zu geben. Der Fehler lag vielmehr darin, dass die merkwürdige Bezeichnung Ground Zero versehentlich an die Journalisten durchsickerte und durch sie an die Öffentlichkeit. Danach war es schlicht zu spät, um diese sonderbare Taufe durch den Zivilschutz noch zurückzunehmen. Und die verzweifelten US-Beamten hatten keine andere Wahl, als den verräterischen Worten Großbuchstaben zuzugestehen und so die treffende Benennung durch den Zivilschutz in einen Eigennamen umzuwandeln. Beginnen möchte ich mit dem Auszug aus einem Bericht, in dem es um einen der 9/11-Helden geht, den Kriminalbeamten John Walcott, einen der Ersthelfer am Ground Zero, der an der WTC-Einsturzstelle beträchtliche Zeit damit verbrachte, den Schutt des World Trade Center abzutragen. Er war so lange vor Ort, dass er eine merkwürdige Krankheit entwickelte. Akute myeloische Leukämie in der tödlich verlaufenden Form. Nur zwei Absätze aus einem erschreckenden Artikel mit dem Titel Death by Dust genügen, um uns praktisch all die unerklärlichen Dinge, die mit Staub und Strahlung in Verbindung stehen, nahezubringen und begreiflich zu machen, was der Leser als Grundvoraussetzung benötigt, um die Hauptaussage des vorliegenden Textes zu erfassen. Als Kriminalbeamter verbrachte Walcott seinen 5-monatigen Einsatz nicht nur am Ground Zero, sondern auch auf Fresh Kills, einer Mülldeponie, auf der Trümmer des WTC entsorgt wurden.
So sehr ihm die Luft von Lower Manhattan auch den Atem nahm, fürchtete er die Müllhalde auf Staten Island doch weit mehr. Walcott wusste, dass alles, was sich in den Türmen befunden hatte, hinuntergerissen worden sein musste. Schreibtische, Lampen, Computer. Doch abgesehen von ein paar Stahlträgern hier und da bestand der Schutt, durch den er sich wühlte, lediglich aus feinen Staubteilchen. Es gab keine Möbeltrümmer, keine Lampenaufhängungen, nicht einmal eine Computermaus. Manchmal suchte der Polizist Zuflucht in einer der Holzbaracken, um aus der höllisch schlechten Luft herauszukommen, wie Walcott sich ausdrückte. Eines Tages saß er gemeinsam mit Kollegen bei Schokoriegeln und Softdrinks in einer solchen Baracke, als einige FBI-Agenten hereinkamen. Sie trugen Ganzkörperschutzanzüge mit Helmen, die sie mit Klebeband versiegelt hatten, um sie gegen die Dämpfe abzudichten. Als Walcott diese Szene verinnerlichte und die gut geschützten FBI-Beamten mit den New Yorker Cops und deren Atemmasken verglich, kam in ihm eine Frage auf. Was ist nur falsch an diesem Bild? Ja, Herr Walcott, leider war an diesem Bild tatsächlich etwas falsch. Ganz entschieden falsch sogar. Die FBI-Beamten, die sich nicht genierten, vor den Augen ungeschützter gewöhnlicher Sterblicher in kompletten und zudem mittels Klebeband versiegeltem Schutzanzug aufzutreten, kannten die Wahrheit. Deshalb leiden sie bis heute auch nicht an Leukämie oder einer anderen tödlichen Form von Krebs. Diese FBI-Beamten werden allem Anschein nach ein langes erfülltes Leben führen. Trotz ihrer Stippvisite am Ground Zero. Hätte John Walcott nur ein modernes Wörterbuch aufgeschlagen, um die tatsächliche Bedeutung dieses seltsamen Begriffs zu ergründen, würde er sich die Frage gar nicht erst stellen. Er wüsste umgehend, was am Ground Zero so falsch war. Ground Zero. Der Punkt auf dem Boden, senkrecht unter oder oberhalb der Detonationsstelle einer Atom- oder einer thermonuklearen Bombe. Erwähnt werden soll noch, dass John Walcott letztendlich doch überlebt hat, im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen, die ebenfalls am Ground Zero im Einsatz waren und weniger Glück hatten. Am 17. Dezember 2007 wurde in einem Internet-Nachrichtenportal kurz erwähnt, dass er sich schließlich einer seltenen und extrem schmerzhaften Operation unterzogen hat, einer Knochenmarkstransplantation. Für alle, die nicht wissen, was eine Knochenmarkstransplantation ist, möchte ich diese kurz erklären. Eine Knochenmarkstransplantation ist erforderlich bei Patienten, die hohen Mengen an penetrierender, ionisierender Strahlung oder ionisierender Reststrahlung oder beidem ausgesetzt waren und deren Knochenmark, das für die Blutneubildung zuständig ist, durch diese hohe Strahlendosis vollständig zerstört wurde. Dies ist ein spezifisches Merkmal von Strahlung. Sie schädigt Knochenmarkszellen weit stärker als andere Zellen im menschlichen Körper. Daher leiden die meisten Strahlenopfer auch an Leukämie. Je höher die Strahlendosis war, desto mehr Knochenmark wurde zerstört und desto schwerer ist die Leukämie. John Walcott litt offenbar an der schwerstmöglichen Form. Die Zeit vor der Knochenmarkstransplantation überlebte er nur dank Spenderblut, da er kein eigenes Blut mehr bilden konnte. Ionisierende Strahlung kann nicht nur zum direkten Tod führen oder das Knochenmark schwer schädigen, sondern insbesondere, wenn sie in Form von radioaktivem Staub oder Dämpfen eingeatmet oder geschluckt wird, auch verschiedene Krebsarten in buchstäblich jeder Körperregion hervorrufen, wenn nicht gar in mehreren gleichzeitig. Unlauteren Ärzten und Gesundheitsbeamten fällt es jedoch leicht, eine plausible Erklärung für derartige Krebsformen zu finden. Sie behaupten beispielsweise, Asbest, toxische Dämpfe, giftige Staubteilchen oder ähnliches seien die Ursache. Doch wenn es um Knochenmarkschädigungen geht, dann stehen diese Betrüger hilflos da. Denn Schäden am Knochenmark werden allein durch ionisierende Strahlung hervorgerufen. Aus eben diesem Grunde trugen die FBI-Beamten bei ihrer Besichtigung des Ground Zero Ganzkörperschutzanzüge mit Helmen, die zusätzlich mit Klebeband abgedichtet waren, um sie vor den Dämpfen zu schützen. Ich denke, dass einige Leser besonders von dieser Enthüllung entsetzt sind und dazu neigen könnten, mir nicht zu glauben, weil sie denken, ich würde Spekulationen über unsichere Sachverhalte anstellen. Die oben dargelegte Geschichte von John Walcott und den FBI-Agenten in Schutzanzügen am Ground Zero hat allerdings nichts mit mir persönlich zu tun. Sie ist eine Tatsache, die unabhängig von meiner Wenigkeit dem Autor dieser Zeilen besteht. Genauso unabhängig existiert auch die eigentliche offizielle Definition von Ground Zero, die vor 9/11 wie folgt lautete. Ground Zero, der Punkt auf der Erd- oder Wasseroberfläche, direkt unter, direkt über oder an der exakten Stelle, an der eine Atom- oder Wasserstoffbombe explodiert. Ground Zero, Punkt am Boden, unmittelbar unterhalb der Explosion einer nuklearen Waffe. Ground Zero, die Stelle, an der eine nukleare Bombe explodiert, wo der größte Schaden entsteht. Ground Zero 1. Die exakte Stelle, an der eine nukleare Bombe explodiert.
Die Druckwelle war nach 50 Kilometer vom Bodennullpunkt entfernt zu spüren. 2. Der ehemalige Standort des World Trade Centers in New York, das bei einem Anschlag am 11. September 2001 zerstört wurde. Bei diesen Beispielen handelt es sich um vollständige, ungekürzte Definitionen von Ground Zero, in denen ich den entscheidenden Fakt hervorgehoben habe. Vor dem 11. September gedruckte Wörterbücher, wie die ersten drei Beispiele, in denen die einzige tatsächliche Bedeutung angegeben war, sind schon lange aus den Regalen entfernt und durch neue ersetzt worden. Leider wurde nämlich die englische Sprache selbst eines der ersten Opfer des 9/11-Verbrechens. Die folgenden zwei Beispiele vergleichen ähnliche Wörterbücher desselben Verlages, die vor und nach der versehentlichen Namensvergabe des Begriffs Ground Zero für den Ort des nuklearen Abrisses vom World Trade Center gedruckt wurden. Anhand dieser beiden Beispiele wird man die Manipulation am Begriff Ground Zero deutlich erkennen können. Longman Advanced American Dictionary, die Edition von 2000 und 2007 gegenübergestellt. 2000, Ground Zero. Die Stelle, an der eine nukleare Bombe explodiert, wo der größte Schaden entsteht. 2007. Ground Zero. 1. Der Ort, wo eine große Bombe explodiert, wo der größte Schaden entsteht. 2. Ground Zero. Der Ort in New York, wo die World Trade Center Gebäude von Terroristen am 11. September 2001 zerstört wurden. Merriam-Webster's Dictionary von 1999 und Merriam-Webster's Learner's Dictionary von 2001. Das erste Wörterbuch wurde nie veröffentlicht, während das zweite nicht vor dem 11.09. veröffentlicht wurde. Trotzdem sind diese Wörterbücher in ihrem Status, in der Anzahl der Seiten, in der Anzahl der Wörter und in ihrer Definition ziemlich identisch. 1999, Ground Zero. Der Punkt oberhalb oder unterhalb oder an der exakten Stelle, wo eine nukleare Explosion stattfindet. 2001, Ground Zero. 1. Der Punkt auf der Erdoberfläche, wo eine Explosion stattfindet. 2. Der zentrale Punkt in einem Gebiet von schneller Veränderung oder einer intensiver Aktivität. Weitere Vergleiche kann man in der erweiterten Internetversion des gleichnamigen Artikels finden. Man sollte nicht überrascht darüber sein, dass fast alle neuen, nach dem 11. September erschienenen englischsprachigen Wörterbücher für Ground Zero mehrere Bedeutungen anführen. Mindestens 3 bis 5 neue Bedeutungen sind dem Begriff zugeschrieben worden, die von große Zerstörung über großes Chaos und geschäftiges Treiben bis hin zu Grundebene und Ausgangsort reichen. Da der Begriff Ground Zero offenbar sehr spezifisch ist, fand man ihn vor dem 11. September nur in umfangreichen englischen Wörterbüchern, wie zum Beispiel Webster's Unabridged, sowie in sämtlichen Werken von Collins und American Heritage und ähnlichen, in denen der Begriff ausschließlich eine Bedeutung hatte. Nicht zu finden war er in kleineren Wörterbüchern für Schüler und Studenten. Einzige Ausnahme war das zuvor zitierte Longman Advanced Dictionary. All diese linguistischen Bemühungen im Fahrwasser von 9/11 sind durchaus verständlich. Dieser seltsam verräterische Name, den die Spezialisten vom Zivilschutz, dem Trümmerfeld und einstigem Standort des World Trade Center in New York höchst voreilig verliehen haben, war ganz offenbar zu bezeichnend, als dass man diesen Begriff in nachfolgenden Wörterbuchausgaben mit nur einer einzigen seiner ursprünglichen Bedeutung stehen lassen konnte. Der Autor war früher ein Offizier der sowjetischen Militäreinheit 46179, auch bekannt als Sonderkontrolldienst des 12. Hauptdirektorats des UdSSR-Verteidigungsministeriums. Das 12. Hauptdirektorat selbst war eine Organisation, die in der Sowjetunion für die sichere Verwahrung, Produktionskontrolle, technische Wartung etc. des gesamten staatlichen Atomwaffenarsenals verantwortlich war. Der Sonderkontrolldienst war zuständig für das Aufspüren atomarer Explosionen. Und auch die Einhaltung sämtlicher internationaler Abkommen zu Atomwaffentests unterlag seiner Kontrolle. Dies ist besonders im Rahmen des 1976 zwischen den UdSSR und den USA abgeschlossenen Peaceful Nuclear Explosions Treaty, Vertrag über unterirdische Kernexplosionen zu friedlichen Zwecken, von Bedeutung. Laut diesem Vertrag waren die Parteien verpflichtet, einander von sämtlichen nicht-militärischen Kernexplosionen in Kenntnis zu setzen. Während meines Militärdienstes bei der eben erwähnten Organisation in der 1980er Jahre erfuhr ich, dass beim Bau der Zwillingstürme des World Trade Center in New York
ein Notfallsystem zur atomaren Zerstörung integriert worden war. Dieses basierte auf großen thermonuklearen Sprengladungen, die jeweils einer Sprengkraft von etwa 150 Kilotonnen TNT entsprachen, die sich etwa 50 Meter unterhalb des Fundaments der beiden Türme befanden. Das erschien mir sonderbar. Um ehrlich zu sein, fiel es mir schwer zu glauben, dass die US-Behörden wirklich so wahnsinnig sein sollten, Gebäude mitten in einer dicht besiedelten Stadt durch eine unterirdische Kernexplosion zum Einsturz zu bringen. Wie ich jedoch begriff, hatte niemand vor, das World Trade Center tatsächlich auf diese Weise abzureißen. Es handelte sich lediglich um einen Winkelzug, mit dem ein bestimmtes bürokratisches Problem umgangen worden war. Ein solch irrsinniges Notfallsystem zur atomaren Zerstörung musste nicht primär deshalb in die Zwillingstürme integriert werden, um diese zu zerstören, sondern um überhaupt erst die Baulizenz für sie zu bekommen. Die damalige Bauverordnung von New York, wie auch von Chicago, untersagte nämlich dem Baudezernat die Ausgabe von Lizenzen zur Errichtung von Wolkenkratzern, sofern der Bauherr nicht ebenfalls für die Zukunft oder einen Katastrophenfall eine zufriedenstellende Methode zum Abriss des Gebäudes vorweisen konnte. Da diese Art der Stahlskelettbauweise in den späten 1960er Jahren, als der Bau der Zwillingstürme erstmals im Gespräch war, ein völlig neuartiges Konzept darstellte, wusste niemand so recht, wie man einen möglichen Abriss handhaben sollte. Die konventionellen Sprengmethoden ließen sich nur bei Gebäuden der alten Bauweise anwenden. Und daher musste man für die ungeheuer stabilen stählernen Zwillingstürme etwas Neues ersinnen, um dem Baudezernat eine Baubewilligung abzuringen. Und eine solche Lösung fand sich auch. Die atomare Sprengung. Die Idee, bestimmte Bauwerke durch Atombomben zu zerstören, wurde Anfang der 1950er Jahre fast zeitgleich mit dem Auftauchen konkreter Nuklearwaffen geboren. Zunächst wurden Nuklearwaffen nicht als nuklear, sondern als Atomwaffen bezeichnet. Und somit wurde auch das Sprengkonzept, bei dem diese Waffen zum Einsatz kamen, als Atomic Demolition, atomare Sprengung, bezeichnet. Trotz der Umbenennung von Atomwaffen in Nuklearwaffen findet sich der Begriff Atomic Demolition nach wie vor in den Namen bestimmter Bombenbezeichnungen, SADM und MADM. Das erste Akronym steht für Special Atomic Demolition Munitions, spezielle Atomminen. Das zweite für Medium Atomic Demolition Munitions, mittelgroße Atomminen. Wobei viele Menschen fälschlich glauben, dass SADM für Small Atomic Demolition Munitions, kleine Atomminen, stehe, nicht für Special. Im Grunde ist dieses Missverständnis marginal, denn die SADM sind tatsächlich klein. Ihre nukleare Sprengkraft übersteigt zumeist nicht eine Kilotonne im TNT-Äquivalent. Berücksichtigt man, dass moderne SADM mit unterschiedlich hoher Sprengkraft ausgestattet werden können, die lediglich 0,1 oder gar nur 0,01 Kilotonnen betragen kann, was 100 bzw. 10 metrische Tonnen TNT entspricht, darf man sie zu Recht als kleine Minen bezeichnen. Weitere verbreitete Namen für diese Small Atomic Demolition Munitions sind Mini-Nukes und Suitcase-Nukes bzw. Kofferatombomben, wobei letztere Bezeichnung nach logischen Gesichtspunkten nicht korrekt ist. In Wahrheit nämlich ähneln SADM großen Töpfen, die zwischen 50 und 70 Kilogramm wiegen und wie ein Rucksack geschultert werden können. Daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass man sie in einen Koffer bekäme. Es gibt allerdings auch moderne Mini-Nukes, die mit Plutonium-239 statt mit Uran-235 bestückt sind. Und da die kritische Masse bei Plutonium sehr viel schneller erreicht ist als bei Uran, könnte die Größe der Mine stark verringert werden. Einige der neuesten Mini-Nukes auf Plutonium-Basis könnten tatsächlich in einen Aktenkoffer passen. Medium Atomic Demolition Munitions, MADM, sind in beiderlei Hinsicht größer, sowohl an Umfang als auch im Hinblick auf ihre Sprengkraft bzw. das TNT-Äquivalent. Sie besitzen eine Sprengkraft von bis zu 15 Kilotonnen TNT, wiegen bis zu 200 Kilogramm und können den Umfang eines typischen großen Gaszylinders für den Hausgebrauch haben. Mit jeder einzelnen der eben beschriebenen Atomminen ließen sich erfolgreich große Objekte sprengen, die mit einer angemessenen Menge an herkömmlichen Sprengstoff nicht zum Einsturz gebracht werden könnten. Insbesondere im Katastrophenfall, wenn es an Zeit mangelt oder keine Möglichkeit besteht, eine normale Sprengung mit konventionellen Mitteln durchzuführen. Dies gilt zum Beispiel für Brücken, Dämme, Tunnel, unterirdische Stahlbetonbauten, große Stahlbetongebäude und ähnliches. Der Wirkungsgrad einer solchen nuklearen Sprengung durch SADM oder MADM
ist jedoch nicht besonders hoch. Wie wohl allgemein bekannt ist, besteht das Hauptziel einer kontrollierten Sprengung von Gebäuden mittels Implosionsmethode nicht darin, die Bauwerke zu eliminieren, indem man sie in die Luft jagt, sondern darin, sie mit minimalem Schaden für die Umgebung sauber in sich zusammenfallen zu lassen. Daher müssen Ingenieure, die eine kontrollierte Sprengung durchführen wollen, zunächst die wesentlichen Punkte im Tragwerk des Gebäudes ermitteln und die konventionellen Sprengladungen an den richtigen Stellen anbringen. In fast allen Fällen müssen an mehr als nur einer Stelle Ladungen angebracht werden, da es unwahrscheinlich ist, dass das Tragwerk über nur einen tragenden Balken bzw. eine tragende Säule verfügt, die zertrümmert werden muss. Im günstigsten Fall gibt es nur einige wenige, im ungünstigsten eine Vielzahl. Im Fall einer atomaren Sprengung mittels der eben beschriebenen Atomminen hingegen ist dies nicht nötig. Wer im Ernstfall Atomminen in Erwägung zieht, dürfte weder genügend Zeit noch die nötige Ausbildung haben, um präzise Berechnungen wie bei einer üblichen kontrollierten Sprengung durchführen zu können. Bestenfalls verfügen die Betreffenden über rudimentäre bautechnische Erfahrungen sowie über ein Grundwissen, was die Verwendung von Nuklearwaffen angeht. Der Einsatz von Atomminen dient in diesem Fall dazu, ein bestimmtes Bauwerk nicht etwa sauber einzureißen, sondern einfach irgendwie und um jeden Preis. Aus diesem Grund dürfte die Sprengkraft von Atomminen in einem solchen Fall immer großzügig veranschlagt werden, wobei ein Großteil der explosiven Energie, wie es auch bei jeder Kernexplosion der Fall ist, nicht genutzt würde. Die meiste Energie, die bei der nuklearen Explosion einer solchen Atommine freigesetzt wird, würde also die wohlbekannten Faktoren einer Kernwaffenexplosion hervorrufen. Wärmestrahlung, Druckwelle, ionisierende Strahlung, nuklearer elektromagnetischer Impuls. Diese Effekte würden allerdings kaum zur eigentlichen Aufgabe der Sprengung beitragen, hingegen ganz entschieden zur Verwüstung des Umfelds, und diese Verwüstung kann durchaus verheerend ausfallen. Der angerichtete Schaden würde die Kosten für die eigentliche Sprengung übersteigen. Man könnte also sagen, dass eine derartige atomare Sprengung einen weit geringeren Wirkungsgrad besitzt als eine exakt berechnete, kontrollierte Sprengung, bei der die freigesetzte Energie fast vollständig auf die Zertrümmerung des Tragwerks verwandt wird und keine Druckwelle oder Wärmestrahlung erzeugt wird. Davon abgesehen ist eine Atommine selbst schon ein kostspieliges Gut. Eine auf Uran basierende Minenuke kostet mehrere Millionen US-Dollar, eine auf Plutonium basierende weit mehr als 1000 Tonnen TNT sind preisgünstiger als eine Atommine mit dem gleichen TNT-Äquivalent. Dabei lässt sich mit 1000 Tonnen TNT eine beträchtliche Anzahl an Gebäuden sprengen, während man mit einer Mini-Nuke nur ein einziges Bauwerk einreißen kann und dabei viele der angrenzenden Gebäude beschädigt. Daraus ergibt sich der Schluss, dass der Einsatz von Atomminen, seien sie nun klein oder mittelgroß, für die Sprengung von ziviler Infrastruktur in Friedenszeiten nicht in Betracht kommt, sofern genügend Zeit vorhanden ist, um Vorbereitungen für eine saubere Sprengung mit konventionellen Mitteln zu treffen. In jedem Fall wäre eine herkömmliche kontrollierte Sprengung kostengünstiger als eine nukleare. Mini-Nukes sollten nur in echten Notfällen zum Sprengen verwendet werden. Wie kommt es dann, dass dieses überholte Konzept der atomaren Sprengung wiederbelebt und sogar in das Notfallsystem zur atomaren Zerstörung des World Trade Center integriert wurde, trotz der hohen Kosten und des im Vergleich zur konventionellen kontrollierten Implosion geringeren Wirkungsgrades? Weil Ende der 1960er Jahre eine neue Gebäudegeneration aufkam, die bereits erwähnte Stahlskelettbauweise. Entgegen eines weit verbreiteten Irrglaubens ist noch nirgends auf der Welt je ein Stahlskelettwolkenkratzer mittels Implosionsmethode gesprengt worden. Vorrangig deshalb, weil die meisten dieser Wolkenkratzer neu sind und die Zeit für ihren Abriss noch nicht gekommen ist. Das höchste Gebäude, das je durch Implosion zum Einsturz gebracht wurde, war gerade einmal 47 Stockwerke hoch, das Singer Building in der Stadt New York, das 1908 errichtet und 1968 abgerissen wurde, da man keine Verwendung mehr dafür hatte. Die Struktur dieses Gebäudes war relativ schwach, verglichen mit den heutigen üblichen unglaublich stabilen Hohlträger-Stahlskeletten von Wolkenkratzern. Es ist unmöglich, ein solches Gebäude durch kontrollierte Sprengung, Implosion, einzureißen. Früher, als Gebäude noch aus Mauerwerk und Betonplatten bestanden, belitten Stützsäulen und Balken aus Beton das Tragwerk. Manchmal wurde diese Betontragstruktur durch eingelassene Metallstreben verstärkt, doch manchmal bestand sie nur aus Beton. In beiden Fällen war es möglich, die richtige Menge an konventionellem Sprengstoff zu berechnen, die an den entsprechenden Punkten des Tragwerks angebracht oder in Bohrlöchern platziert werden mussten, um alle stützenden Elemente gleichzeitig bersten und das Gebäude innerhalb des Perimeters seiner Grundfläche zusammenbrechen zu lassen. Nicht möglich ist dies jedoch bei modernen Stahlskelettbauwerken wie die ehemaligen Zwillingstürme und das Gebäude Nummer 7 des World Trade Center und der Sears Tower in Chicago. Das folgende Bild zeigt die stählerne Struktur der WTC-Zwillingstürme.
Bei diesem Bauwerk gab es kein Tragwerk im ursprünglichen Sinn. Der gesamte Turm war im Grunde ein Tragwerk. Der Skelettaufbau des WTC bestand aus einem außergewöhnlich dicken, doppelwandigen äußeren Stahlrahmen und ebensolchen Trägern im Kern. Diese Rohrrahmenbauweise war eine ganz neue Methode, die einen offenen Grundriss ermöglichte, ohne dass so wie bei älteren Bauwerken Säulen im Innern die Gebäudelast tragen mussten. Die Zwillingstürme wiesen einen tragenden Rahmen aus im Querschnitt quadratischen Stahlsäulen auf, die die Außenwände der Türme mit einem Abstand von je einem Meter zueinander durchzogen, wodurch eine ganz besonders unnachgiebige Struktur entstand, die praktisch jede Axialbelastung, wie zum Beispiel durch Wind, standhielt und die Gravitationslast gemeinsam mit den Säulen im Gebäudekern trug. Die Rahmenkonstruktion umfasste pro Seite 59 solcher Säulen. Das Kernstück jedes Turms bestand aus 47 rechteckigen Stahlträgern, die vom Fundament bis zur Gebäudespitze reichten. Wie diese stählernen Säulen im Rahmen und Kern aussahen, sieht man auf diesem Bild, das Überreste der Träger zeigt, die nach der Zerstörung des WTC am 11. September an Ground Zero geborgen wurden. Beachten Sie, dass diese Säulen aus dem Kern, rechteckig vorne rechts im Bild, und den Seitenwänden, quadratisch hinten links im Bild, nicht etwa aus dem unteren Teil der Türme stammen, sondern aus dem oberen. Deshalb wurden sie nicht, wie alles übrige, bei der Zerstörung der Türme pulverisiert, wohingegen von den Säulen im unteren Teil der Zwillingstürme buchstäblich nichts als mikroskopisch feiner Staub übrig blieb. Hier ein weiteres Bild aus dem Bericht des National Institute of Standards and Technology, NIST, das die Außensäulen der Zwillingstürme während der Bauphase zeigt. Diese stählernen Säulen waren unglaublich massiv. Jede Seitenfläche hatte eine Stärke von 6,35 cm, sodass Vorder- und Rückfläche jeder Säule zusammen 12,7 cm aufbrachten. Um sich dies besser vorstellen zu können, hier ein anschauliches Beispiel zum Vergleich. Die Frontpanzerung des bekanntesten Panzers im Zweiten Weltkrieg, des T-34, war gerade einmal 4,5 cm dick und einwandig. Dennoch gab es damals praktisch keine panzerbrechenden Artilleriegranaten, die diese Frontpanzerung durchschlagen konnten. Natürlich wären auch keine Sprengstoffe in der Lage, eine solche Panzerung zu durchdringen, außer einer Hohlladung, welche die Panzerung aber immer noch nicht komplett aufreißen, sondern nur ein kleines Loch in der Panzerplatte zurücklassen würde. Angesichts der Tatsache, dass das stählerne Gerüst der Zwillingstürme aus doppelwandigen Stahlsäulen bestand, die fast dreimal so dick wie die Frontpanzerung des T-34-Panzers waren, kann es als unmöglich betrachtet werden, solche Träger zeitgleich an so vielen Stellen zuzutrümmern, dass ein Implosionseffekt das grundlegende Ziel einer jeden kontrollierten Sprengung die Folge wäre. Natürlich wäre es technisch möglich gewesen, einige der Säulen an bestimmten Punkten zu durchschlagen, sofern man jede Säule mit einer ungeheuren Menge an Hohlladungen versehen hätte. Doch selbst ein derart unwahrscheinlicher Ansatz hätte nicht zum erwünschten Implosionseffekt geführt. Dafür waren die Türme schlicht zu hoch und zu starr. Ihr Stahlkern hätte auf jedem Stockwerk an zu vielen Stellen gleichzeitig zertrümmert werden müssen, was sich niemand hätte leisten können. Und selbst wenn, hätte es keine Garantie dafür gegeben, dass ein derart hochaufragendes Bauwerk innerhalb der Fläche seines Grundrisses zusammensinkt. Bei dieser Gebäudehöhe hätten die Trümmer genauso gut in einem Radius von einem halben Kilometer niedergehen können. Es war also absolut unmöglich, die WTC-Türme durch irgendeine Form der üblichen kontrollierten Sprengung zum Einsturz zu bringen. Zunächst einmal hat eine solche moderne nukleare Sprengung nichts mit der zuvor üblichen atomaren Sprengung mittels SADM oder MADM zu tun, wie sie zuvor beschrieben wurde. Es ist ein gänzlich neues Konzept. Beim modernen nuklearen Sprengvorgang sorgt die Sprengladung nicht für eine atmosphärische Kernexplosion mit typischem Atompilz sowie Wärmestrahlung, Druckwelle und elektromagnetischen Impuls. Die Ladung explodiert tief im Boden, ganz ähnlich wie bei einem unterirdischen Atomtest. Die anschließende radioaktive Verseuchung würde sich vergleichsweise nur minimal auf die Umgebung niederschlagen, ein Faktor, der von den Projektplanern als nebensächlich eingestuft werden konnte. Worin besteht nun der grundlegende Unterschied zwischen einer atmosphärischen und einer unterirdischen Kernexplosion? In der ersten Phase einer nuklearen, wie auch einer thermonuklearen Explosion, wird die gesamte Explosionsenergie in Form von sogenannter Primärstrahlung freigesetzt, die hauptsächlich zu 99% in das Röntgenstrahlenspektrum fällt. Die Reststrahlung gehört zum Gammastrahlenspektrum, das die Strahlenschäden verursacht,
sowie zum sichtbaren Lichtspektrum, wodurch der Lichtblitz zustande kommt. Fast die komplette Explosionsenergie fließt also in Form von Röntgenstrahlung in die Erhitzung der Umgebungsluft, und zwar in einem zweistelligen Meterbereich um das Hypozentrum einer solchen Explosion. Der geringe Radius ergibt sich aus der Tatsache, dass Röntgenstrahlen nur kurze Strecken zurücklegen können, weil sie von der Umgebungsluft absorbiert werden. Die Erhitzung dieser relativ kleinen Fläche um das Hypozentrum einer Kernexplosion herum lässt den sogenannten nuklearen Feuerball entstehen, der physikalisch betrachtet lediglich stark überhitzte Luft ist. Der nukleare Feuerball zeitigt die zwei wesentlichen zerstörerischen Faktoren einer atmosphärischen Kernexplosion, Wärmestrahlung und Druckwelle, denn beide Phänomene sind ausschließlich Folge der hohen Lufttemperatur im Bereich der Kernexplosion. Ein ganz anderes Bild ergibt sich bei einer unterirdischen Kernexplosion. Um die kleine Zero-Box herum, in der die nukleare Sprengladung platziert wird, gibt es keine Luft, sodass die gesamte, schlagartig frei werdende Röntgenstrahlenenergie stattdessen das umliegende Gestein erhitzt. Dieses überhitzt, schmilzt und verdampft, wodurch ein unterirdischer Hohlraum entsteht, dessen Ausmaß von der Sprengkraft der eingesetzten Kernwaffen abhängt. Eine Vorstellung davon, wie viel Gestein durch eine nukleare Untergrundexplosion verschwinden kann, erhalten Sie mittels der unten stehenden Tabelle, in der die Menge des verdampften und geschmolzenen Materials verschiedener Gesteinsarten in metrischen Tonnen pro Kilotonne Sprengkraft angegeben wird. Nur ein Beispiel. Die Detonation einer in beträchtlicher Tiefe in Granitstein deponierten thermonuklearen Sprengladung von 150 Kilotonnen würde einen Hohlraum von grob geschätzt 100 Metern Durchmesser erzeugen, wie in dem folgenden Bild dargestellt. Das Fundament aller Wolkenkratzer liegt etwa 20 bis 30 Meter unterhalb der Erdoberfläche. Man kann die Positionierung einer Zero-Box unterhalb eines solchen Hochhauses so berechnen, dass eine Kernexplosion einen Hohlraum entstehen lassen würde, dessen Oberkante die Erdoberfläche nicht durchstoßen, sondern nur bis zum Fundament des einzureißenden Wolkenkratzers reichen würde. Im Fall der Zwillingstürme des World Trade Center in New York beispielsweise liegt das Fundament 27 Meter unterhalb der Oberfläche. Die thermonukleare Sprengladung von 150 Kilotonnen würde in 77 Metern Tiefe bzw. 50 Meter unterhalb des Fundaments eingelassen. Durch eine thermonukleare Explosion in der Tiefe von 77 Metern würde ein stark erhitzter Hohlraum entstehen, dessen obere Wölbung das Fundament der zu zerstörenden Zwillingstürme berührte. Zwischen Erdoberfläche und Hohlraum liegen aber immer noch 27 Meter. Was bedeutet, das Gebäude in der Nähe des zu sprengenden Objektes von den zerstörerischen Auswirkungen der unterirdischen Kernexplosion verschont blieben, ausgenommen die mögliche radioaktive Verstrahlung. Das Fundament des Turms, der abgerissen werden soll, sollte dabei vollständig zerstört werden, während das Gebäude selbst in den überhitzten Hohlraum stürzen würde, in dem derart hohe Temperaturen vorherrschen, dass sie der Theorie zufolge den gesamten Turm einschmelzen würden. Das atomare Notfallsystem von WTC-7 und dem Sears Tower in Chicago stützen sich auf dieselben Berechnungen. Bei den Kalkulationen zur nuklearen Sprengung von Wolkenkratzern muss allerdings noch ein weiterer Faktor berücksichtigt werden, nämlich der Verbleib des verdampften Granitgesteins innerhalb des Hohlraums. Wohin verschwindet all das zuvor feste und nun gasförmige Gestein? Eine grafische Darstellung der physikalischen Vorgänge, die sich nach einer unterirdischen Kernexplosion vollziehen, ist in der Tat interessant. Die abgebildete Grafik vermittelt Ihnen einen Eindruck davon, wie genau ein solches Geschehnis in der Regel vonstatten geht. Diese bildhafte Darstellung gibt schematisch alle wichtigen physikalischen Prozesse wieder, die bei einer in idealer Tiefe, das heißt ausreichend tief unterhalb der Erdoberfläche, stattfindenden Kernexplosion ablaufen. Damit sollte deutlich geworden sein, dass ein extrem hoher Druck, wie er durch das verdampfte Gestein im Inneren des Hohlraums entsteht, zumindest zwei wichtige Folgen nach sich zieht. Erstens, er sorgt dafür, dass sich der Hohlraum von Primär- auf Sekundärgröße ausdehnt, und da diese Ausdehnung die angrenzenden Gesteinszonen in Mitleidenschaft zieht, entstehen zweitens zwei Zonen um den Hohlraum herum, die sich durch das Ausmaß des Schadens unterscheiden. Die unmittelbar an den Hohlraum grenzende Zone heißt im Fachjargon Bruchzone. Diese Zone kann die Stärke des Durchmessers des ursprünglichen Hohlraums erreichen und sie besteht aus einem höchst sonderbaren Material, nämlich vollständig pulverisiertem Gestein. Dieses wurde zu mikroskopisch feinem Staub zermalmt, dessen Körner im Durchschnitt etwa 100 Mikrometer messen. Dieser besondere Zustand des Bruchzonengesteins ist in der Tat außergewöhnlich. Er findet sich ausschließlich nach unterirdischen Atomtests und taucht sonst nirgends in der Natur auf. Wenn man innerhalb dieser Zone vorsichtig einen Stein aufheben würde, kann dieser noch fest erscheinen und in Form und Farbe einem Stein ähneln. Drückt man diesen Stein aber nur ein wenig mit den Fingern zusammen, zerfällt er augenblicklich zu mikroskopisch feinem Staub, der er in Wahrheit längst ist.
Der Fachbegriff für das zweite hinter der Bruchzone liegende Areal lautet Auflockerungszone. Diese Auflockerungszone besteht aus verschiedenen großen Gesteinsbrocken, von sehr kleinen, millimetergroßen bis zu relativ großen Fragmenten. Je näher man der Grenze zur Bruchzone kommt, desto kleiner sind die Bruchstücke und je mehr man sich vom Hypozentrum entfernt, desto größer sind sie. Außerhalb der Auflockerungszone schließlich ist das Gestein nur gering beschädigt. Bislang haben wir uns allerdings nur mit den physikalischen Geschehnissen einer in idealer Tiefe stattfindenden Kernexplosion befasst. Wenn eine nukleare Sprengladung aber nicht hinreichend tief deponiert wird, ergibt sich ein leicht abgewandeltes Bild. Auflockerungs- und Bruchzone werden in diesem Fall keine exakte Kugelform aufweisen, sondern eher elliptisch erscheinen, wobei das spitzere Ende nach oben weist, ähnlich einem aufrecht stehenden Ei oder vielleicht gar noch länglicher und spitzer geformt als ein typisches Ei. Das liegt daran, dass das durch Gesteinsverdampfung entstandene Gas in Richtung Erdoberfläche auf den geringsten Widerstand stößt, sodass sowohl Bruchzone als auch Auflockerungszone sich stärker nach oben als in andere Richtungen ausdehnen. Die abgebildete Grafik zeigt, wie stark der Widerstand des umgebenden Gesteins ist, wenn ein Hohlraum in geringer Tiefe unterhalb der Erdoberfläche liegt. Es ist offensichtlich, dass der Widerstand des Gesteins zwischen Hohlraum und Erdoberfläche sehr viel geringer ist als der des übrigen Gesteins. Wenn allerdings die oberen Grenzen von Auflockerungs- und Bruchzone während ihrer Ausdehnung auf das Fundament des Turms treffen, den es einzureißen gilt, ergibt sich wieder ein anderes Bild. Denn die Materialien, aus denen der Turm besteht, besitzen einen anderen Widerstand als der Granit, der sich um den Hohlraum befindet. Zudem gibt es innerhalb des Turms sehr viel freien Raum, wohingegen das Granitgestein, das den Hohlraum in alle Richtungen begrenzt, massiv ist. Somit dehnen sich Auflockerungs- und Bruchzone am schnellsten in Richtung Turm aus. Im Falle der WTC-Zwillingstürme, wie auch des Sears Tower, könnte die Auflockerungszone bis in eine Höhe von 350 bis 370 Metern reichen, während die Bruchzone immer noch eine Höhe von 290 bis 310 Metern erlangen könnte. Das sehr viel niedrigere WTC-Gebäude Nummer 7 hingegen lag aufgrund seiner geringeren Höhe komplett innerhalb der Bruchzone, weshalb es vollständig pulverisiert wurde. Eines der spezifischen Merkmale einer Kernsprengung ist es, Stahl ebenso zu pulverisieren wie Beton. Das Bild vom Obststand zeigt den mikroskopisch feinen Staub, der nach der Zerstörung des WTC ganz Manhattan bedeckte. Viele Menschen glaubten, dass es sich dabei um Betonstaub handle, doch das war nicht der Fall. Der Staub bestand hauptsächlich aus pulverisiertem Stahl, denn entgegen des weit verbreiteten Irrglaubens bestanden die WTC-Gebäude nur zu einem geringen Teil aus Beton. Dieser wurde innerhalb der Zwillingstürme ausschließlich zur Herstellung der sehr dünnen Deckenplatten verwendet. Es war jedoch nicht allein Stahlstaub, sondern auch Möbelstaub, Holzstaub, Papierstaub, Teppichstaub, der Staub von Computerteilen und auch Menschenstaub. Da die Menschen, die in den Türmen eingeschlossen waren, auf dieselbe Weise wie Stahl, Beton und Möbel pulverisiert worden waren. Einige werden sich fragen, warum das WTC-7 komplett innerhalb seiner Grundfläche zusammenbrach, während beim Einschutz der beiden Zwillingstürme nicht nur Staub, sondern auch einige Trümmerteile noch weit entfernt niedergingen. Diese Frage ist leicht zu beantworten. Man muss sich nur die Ausbreitung von Bruch- und Auflockerungszone entlang der Türme anschauen, dann liegt die Antwort auf der Hand. Die Abbildung gibt ein ungefähres Bild von der Verteilung des Schadens, der durch die nukleare Sprengung eines Wolkenkratzers durch eine 50 Meter unterhalb des Fundaments deponierte thermonukleare Sprengladung von 150 Kilotonnen entsteht. Nicht außer Acht lassen sollte man dabei, dass die Sprengladungen in diesem besonderen Fall nicht in idealer Tiefe angebracht wurden, weshalb sich Bruch- und Auflockerungszone wie geschildert elliptisch ausdehnten. Es ist zu erkennen, dass die gesamte Höhe des WTC-7 innerhalb der Bruchzone lag, sodass es keinen unzerstörten oberen Teil gab, von dem, wie bei den Zwillingstürmen der Fall, Trümmer hätten niedergehen können. Warum der hierbei verursachte Schaden an den Wolkenkratzern so unterschiedlich verteilt war, wird besser nachvollziehbar, wenn man sich die Videos auf YouTube ansieht, die den Zusammenbruch von Zwillingstürmen und WTC-7 im Detail wiedergeben. Hier ist eine sehr gute Zusammenstellung mit einer detaillierten Ansicht, drei verschiedene Blickwinkel, des Einsturzes des WTC-Nordturms. Es bleibt kein Zweifel übrig, dass die Stahlkonstruktion des Turms zu vollständig mikroskopischem Staub reduziert wurde. Der Einsturzverlauf des schweren, unbeschädigten Turmoberteils zeigt eindeutig, dass nichts Stabileres unter ihm verblieb, außer schwebend leichtem Stahlstaub. Zu beachten gilt auch, dass der schwerere Teil des Turmes in Freifallgeschwindigkeit fällt, als ob darunter kein einziger Rest Stahl, sondern nur die Luft übrig war. Hier ist eine sehr gute Perspektive über den Einsturz des WTC-Südturms, welcher gänzlich zu Staub zerfiel. Diese Aufnahme lässt keinen Zweifel darüber aufkommen, dass die Stahlstruktur des Turms zu komplett mikroskopischem Staub verwandelt wurde.
Der Einsturzverlauf des schwereren, unbeschädigten Turmoberteils zeigt eindeutig, dass nichts Stabileres unter ihm verblieb, außer schwebend leichtem Stahlstaub. Hier ist noch eine hochauflösende Aufnahme, die kürzlich in der NIST Camelus Video Database veröffentlicht wurde. Auszug aus der Datei WNBC Dub 1054. Das Video zeigt eindeutig ein starkes Erdbeben, gut über 5,5 auf der Richterskala, das uns sagt, dass nichts anderes dafür verantwortlich sein konnte, außer einer nuklearen Untergrundexplosion mit nicht weniger als 100 Kilotonnen Sprengkraft. Das Erdbeben bestand aus einer Stoßwelle und einer Nachstoßwelle und fand genau 12 Sekunden, bevor sich das Nordturm-Oberteil angefangen hat, nach unten zu bewegen, statt. Dies stimmt mit dem Schütteln des Nordturms im berühmten Etienne Sauré-Video überein. Nebenbei zeigt es die klaren Einzelheiten der kompletten Pulverisierung des Nordturms, während er einstürzt. Das Video zeigt auch deutlich die Einzelheiten, wie der übrig gebliebene Stahlkern sichtbar auf der rechten Seite pulverisiert wurde. Dieser Stahlkern wurde zunächst vom fallenden Turmoberteil verfehlt und wurde nur Sekunden später durch das eigene Gewicht pulverisiert. Die Pulverisierung des Stahlkerns ist deutlich zu sehen, nachdem ein Lastwagen vorbeifährt. Dieses Filmmaterial lässt keinen Zweifel übrig, dass die Stahlstruktur des Turms zu komplett mikroskopischem Staub verwandelt wurde. Der Einsturzverlauf des schweren, unbeschädigten Turmoberteils zeigt eindeutig, dass nichts Stabileres unter ihm verblieb, außer schwebend leichtem Stahlstaub. Hier ist eine klare Ansicht des Stahlkerns, welcher zu Staub zerfällt und von einer anderen Kamera gefilmt wurde. Hier ist das berühmte Video von Etienne Sauré. Es zeigt ganz eindeutig ein starkes Erdbeben, gut über 5,5 auf der Richterskala, das uns sagt, dass nichts anderes dafür verantwortlich sein konnte, außer einer nuklearen Untergrundexplosion mit nicht weniger als 100 Kilotonnen Sprengkraft. Das ist der eindeutige Beweis für den nuklearen Abriss des WTC. Das Erdbeben wurde durch die nukleare Explosion darunter verursacht, 12 Sekunden bevor der obere Teil anfängt, nach unten zu fallen. Diese 12 Sekunden wurden für die Verdampfung des Felsens, die Ansammlung des Drucks und für das Erschaffen eines Ausbruchpunktes aufgewendet, nachdem der primäre Hohlraum seine Ausdehnung in die sekundäre Größe vollzog und gleichzeitig wurde automatisch die Druckwelle erzeugt, die sich durch den Körper des Turms mit Überschallgeschwindigkeit ausbreitete und ihn augenblicklich zu Staub verwandelte. Erwähnt werden sollte auch, dass eine thermonukleare Sprengladung von 150 Kilotonnen zwar nicht ausreichte, um die höchsten Wolkenkratzer New Yorks komplett zu pulverisieren, wie in der Abbildung zu sehen,
Ladungen mit einer höheren Sprengkraft in der Nuklearindustrie jedoch aus rein rechtlichen Gründen nicht hergestellt werden durften. Dies liegt daran, dass durch den 1976 zwischen den USA und der Sowjetunion abgeschlossenen Peaceful Nuclear Explosions Treaty die Sprengkraft nuklearer, für nicht-militärische Zwecke verwendeter Sprengsätze auf 150 Kilotonnen für einzelne Kernexplosionen und auf maximal 1,5 Megatonnen für Gruppenexplosionen begrenzt wurde. Die Nuklearindustrie musste sich diesen rechtlichen Rahmenbedingungen anpassen. Im Fall des WTC konnte man so viele Sprengladungen wie nötig einsetzen, doch keine durfte 150 Kilotonnen überschreiten. Daher bestand das atomare Notfallsystem des WTC aus drei solcher Ladungen mit einer Sprengkraft von insgesamt 450 Kilotonnen. Für alle, denen es schwerfällt, sich vorzustellen, wie sich 150 Kilotonnen auswirken, sei zum Vergleich die Bombe ins Gedächtnis gerufen, die 1945 über Hiroshima abgeworfen wurde und deren Sprengkraft nicht einmal 20 Kilotonnen betrug. Ich gehe davon aus, dass Sie inzwischen nachvollziehen können, wie stabil die Zwillingstürme waren, wenn man bedenkt, dass diese nicht durch eine übliche Sprengung, sondern nur mittels einer enormen unterirdischen thermonuklearen Explosion zum Einsturz gebracht werden konnten. Daher wollen wir uns nun einer weiteren interessanten Frage zuwenden, ob die aus Aluminium bestehenden Passagierflugzeuge tatsächlich in der Lage waren, die Zwillingstürme zu durchschlagen, wie uns im Fernsehen vermittelt wurde. Hier ist das unverschämteste Machwerk des 11.09.2001 von Evan Fairbanks. Es zeigt, wie das Aluminiumflugzeug durch die äußeren Stahlsäulen des WTC-Turms schneidet, die so dick ist wie die Front eines Panzers. Mit solch einer Leichtigkeit, als ob das Flugzeug aus Stahl wäre und der Turm aus Butter. Nebenbei wurde zufällig ein Mann im Einzelbild eingefangen, der weder auf dem Schall des heranrasenden Flugzeugs noch auf das merkwürdige Einschlagsgeräusch von Aluminium in Stahl reagiert. Der Mann reagiert nur auf die eigentliche Explosion im Turm. Es ist sehr auffallend, wenn es um das Flugzeug selbst geht, dann kann man sehen, wie sich das Flugzeug lediglich digital ausradiert, während es im Turm verschwindet. Nicht einmal das kleinste Teil eines Flugzeuges fällt zurück auf den Gehweg. Und was am lächerlichsten ist, das Flugzeug verringert noch nicht einmal seine Geschwindigkeit, während es den Turm penetriert. Um das Folgende verständlicher zu machen, wollen wir zunächst auf den Aspekt zurückkommen, den ich am Anfang erwähnte. Da die Zwillingstürme nicht aufgrund von Kerosin, sondern einer gewaltigen unterirdischen thermonuklearen Explosion und zudem in einer falschen Reihenfolge einstürzten und da WTC-7 zusammenbrach, ohne überhaupt von einem Terroristenflugzeug getroffen worden zu sein, können wir davon ausgehen, dass die Flugzeuge im Grunde gar nicht notwendig waren. Sie waren überflüssig, da sie in keiner Weise zum tatsächlichen Zusammenbruch des World Trade Center beigetragen haben. Und da die Flugzeuge überflüssig waren, kann man mit Sicherheit annehmen, dass das 9/11-Verbrechen auch ohne involvierte Flugzeuge hätte begangen werden können. Die Zwillingstürme und das WTC-7 mussten verschwinden, weil jemand dies so beschlossen hatte. Und dies hatte nichts mit irgendwelchen Flugzeugen zu tun. Daher begannen viele 9/11-Rechercheure die Behauptungen der US-Regierung, Flugzeuge hätten die Zwillingstürme getroffen, berechtigt in Frage zu stellen. Im Internet gibt es inzwischen zahlreiche Untersuchungen, besonders die bekannten Videos September 11 Clues und Voxed Out bei YouTube, die unter anderem das am 11.09. aufgenommene Videomaterial, auf dem die Flugzeuge zu sehen sind, analysieren und hinreichend beweisen, dass diese Flugzeuge rein digitale Gebilde waren. Der Autor zieht jedoch einen anderen Ansatz vor. Anstatt die diversen Ungereimtheiten einer Aufnahme zu untersuchen, möchte ich das Offensichtliche direkt beim Namen nennen. Aluminium kann Stahl nicht durchdringen. Punkt. Zu glauben, dass zwei aus Aluminium bestehende Maschinen des Typs Boeing 767 in der Lage gewesen seien, die zuvor abgebildeten doppelwandigen Außenträger zu durchschlagen, käme der Feststellung gleich, die physikalischen Gesetze hätten sich am 11. September im Jahre des Herren 2001 freigenommen. Manch einer könnte verständlicherweise fragen, da die Flugzeuge mit knapp 800 Stundenkilometern unterwegs waren, könnten sie nicht, selbst wenn sie aus Aluminium bestanden, allein aufgrund ihrer enormen Masse und Geschwindigkeit genügend kinetische Energie aufgebracht haben, um die Zwillingstürme zu durchschlagen, selbst wenn diese aus Stahl bestanden? Nun, rein intuitiv scheint es vorstellbar, dass eine große, mit hoher Geschwindigkeit fliegende Maschine genügend Energie aufbringt, um ein solches Gebäude beim Einschlag stark zu beschädigen.
Doch was würde wohl rein hypothetisch passieren, wenn das Flugzeug unbeweglich in der Luft stünde und jemand einen gigantischen WTC-Turm nehmen, weit ausholen und mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 800 Stundenkilometern die Maschine damit treffen würde? Was glauben Sie? Würde dies das Flugzeug zerstören? Oder würde die Maschine den Turm sauber durchschlagen, ohne dass auch nur das kleinste Flugzeugwrackteil an der Gebäudeaußenwand hängen bliebe, die wie erwähnt doppelt so dick ist wie die Front eines Panzers? Denken Sie über diese rein hypothetische Frage nach. Denn ob nun das Flugzeug den unbeweglichen Turm oder der Turm das unbewegliche Flugzeug trifft, macht aus physikalischer Sicht keinen Unterschied. Die Intuition kann hier also durchaus trügen. Jetzt sehen Sie sich das obere Foto an und stellen Sie sich vor, dass eine solche Stahlsäulenanordnung auf ein Boeing-ähnliches Flugzeug fallen würde, welches direkt unter dem Gebäude geparkt hätte. Was würde mit einem solchen Flugzeug passieren? Sie haben es erraten, das Flugzeug wäre plattgedrückt worden. Sie werden alle Zweifel verlieren, auf welche Weise Passagierflugzeuge platt gemacht werden können, wenn Sie sich das folgende Video anschauen. Die Türme sind Netzwerke aus dicken Stahlträgern, die viel massiver sind als das Aluminium. Man muss beachten, dass es egal ist, welcher Gegenstand sich bewegt. Wenn man sich also ein parkendes Flugzeug und eine anrasende Stahlwand vorstellt, wird klar, dass man ein plattgedrücktes Flugzeug sehen sollte. Joseph Kaith, Flugingenieur. In den späten 70ern hob der erste Passagier-Continental-Jet die Komet ab. In den ersten Jahren verschwanden 5 dieser Maschinen spurlos. Nach und nach fand man die Trümmer. Die Flugzeuge begannen zu vibrieren und explodierten einfach in der Luft. Wenn man in über 10.000 Metern Höhe und mit 750 km/h fliegt, beginnen die Flügel zu vibrieren. Sie mussten die Flugzeughüllen so umbauen, dass die Resonanzfrequenzen nicht auftauchen würden. Mir wurde sehr deutlich, wie zerbrechlich diese Flugzeuge waren. Es sind fliegende Aluminiumbierdosen. Wenn man sie stabil genug bauen würde, um sicher zu sein, konnten sie nicht mehr abheben. Und solche Dinger sollen Löcher in Stahlträger schneiden? Für wie dumm muss man die Leute halten, dass sie einen solchen Scheiß glauben? Viele Personen, die den tatsächlichen Aufbau der Zwillingstürme zunächst kaum Beachtung geschenkt und angenommen hatten, dass deren Fassaden nur aus riesigen Glasscheiben bestünden, erfuhren später zu ihrer Bestürzung, dass die Außenwände der Türme in Wahrheit aus dicken Stahlträgern bestanden, den gleichen, die auch den stählernen Kern bildeten. Kein Flugzeug wäre je in der Lage, ein derart dichtes Rahmenwerk aus dicken Stahlträgern mit Samtflügelspitzen und Heck, ganz zu schweigen von den großen Mantelstromtriebwerken unter den Flügeln,
zu durchschlagen und komplett im Turm zu verschwinden, ohne dass auch nur das winzigste Wrackteil auf die Straße fiele. Ein Foto vom Zweiten Weltkrieg zeigt den zugefügten Schaden eines Kamikaze-Flugzeugs an einem ungepanzerten US-Schiff. Die älteren Zuschauer erinnern sich vielleicht noch daran, was geschah, wenn japanische Kamikaze-Flieger amerikanische Schlachtschiffe und Flugzeugträger am Rumpf trafen. Das Flugzeug zerschellte einfach und glitt ab, ohne den Schiffsrumpf zu durchschlagen. Auch den Rumpf ungepanzerter Schiffe konnte höchstens der stillende Flugzeugmotor durchdringen, niemals jedoch ein anderes Flugzeugteil wie Flügel, Heck oder Rumpf. Daraus, wie aus den Bildern von den inneren Trägern, kann jeder seine eigenen Schlüsse ziehen. Glaubt irgendjemand allen Ernstes, dass eine aus Aluminium gefertigte Boeing die abgebildeten äußeren Stahlträger tatsächlich vollständig hätten durchschlagen können, wobei diese Stahlträger zudem nur je einen Meter Abstand zueinander hatten? Womöglich ist es wirklich nicht ganz einfach zu begreifen, dass ein Gegenstand aus Aluminium Stahl unmöglich durchdringen kann. Daher sei an dieser Stelle noch ein weiteres Argument angeführt. Es ist allgemein bekannt, dass eine Panzergranate aus Materialien besteht, die härter sein müssen als der Panzer, den sie durchschlagen sollen. Für gewöhnlich bestehen Panzergranaten aus Wolfram. Die Amerikaner stellen zudem Granaten her, die statt des teuren Wolframs Uran-238 enthalten. Ein im Grunde wertloses Material, das jedoch eine Panzerung durchbrechen kann, da es sehr viel schwerer ist als Stahl. Panzergranaten aus Aluminium gibt es offenbar nicht. Eine naheliegende Tatsache. Ebenso wenig gibt es Aluminiumschwerter oder andere derartige Gegenstände aus Aluminium. Die bloße Vorstellung, dass etwas aus Aluminium Stahl durchtrennen könne, klingt ein wenig absonderlich, um nicht zu sagen verrückt. Erwähnt werden sollte auch, dass Panzergranaten bei ihrem Anflug auf Panzer oder andere gepanzerte Vorrichtungen mindestens dreifache Schallgeschwindigkeit erreichen. Denn Wolfram alleine reicht nicht aus, um Stahl zu durchschlagen. Der zweite erforderliche Faktor ist eine sehr hohe Geschwindigkeit. Eine typische von einem Panzerabwehrgeschütz abgefeuerte Panzergranate erreicht mindestens 1000 Meter pro Sekunde, üblicherweise sogar mehr. Dagegen liegt die maximale Reisegeschwindigkeit einer beliebigen Boeing-Passagiermaschine im Unterschallbereich bestenfalls bei einmal 250 Metern pro Sekunde. Werfen Sie ruhig noch einmal einen Blick auf die Stahlträger und behalten Sie dabei im Kopf, dass sich deren dicke Doppelwände mit der Panzerung einiger Panzer vergleichen lassen. Schon einen einzigen dieser Stahlträger zu durchschlagen, wäre für eine von einer langrohrigen Panzerabwehrkanone aus nächster Nähe abgefeuerte Panzergranate eine Herausforderung. Doch dieses Doppelwandkonzept gilt nur für Panzergranaten, die lediglich zwei senkrecht zur Flugbahn des Geschosses stehende Wände durchschlagen müssen. Ein Aluminiumflugzeug hingegen steht einem viel größeren Problem gegenüber. Zusätzlich zu den beiden senkrecht zu seiner Flugbahn stehenden Wänden muss es noch zwei weitere, parallel zu seiner Bahn befindliche Wände durchdringen. Denn jeder der hohlen Stahlträger besteht ja aus vier und nicht nur aus zwei Wänden. Und diese beiden parallel zur Flugbahn stehenden Wände weisen offensichtlich noch eine viel größere Dicke auf. Das Bild ist ein offizielles Diagramm, das zwei Typen von Stahlsäulen der Zwillingstürme im Querschnitt zeigt, die aus den Etagen stammen, wo auch die angeblichen Flugzeuge eingeschlagen sind. Von mir wurden einige Pfeile hinzugefügt, die die Dicke des Stahls veranschaulichen und wie dieser zum Vergleich von einem Aluminiumflügel, eines Flugzeugs und von einer Panzergranate penetriert bzw. zerschnitten wird. Das eigentliche offizielle Diagramm kann man hier finden. Nach diesem Vergleich sollte es leichter fallen, sich ein Bild von den panzerbrechenden Eigenschaften eines Aluminiumflugzeugs vom Typ Boeing 767 zu machen. Warum haben weder die 9-11-Kommission noch die Ingenieure des vorhin erwähnten NIST mit einer ausgemusterten Boeing 767 und mehreren dieser Stahlträger die Durchschlagskraft eines solchen Flugzeugs getestet? Dieses Experiment hätte allen Zweiflern bewiesen, dass tatsächlich die Terroristenflugzeuge das World Trade Center zum Einsturz gebracht haben. Da dies aber ausblieb, kamen viele Menschen zu der Überzeugung, dass Aluminiumflugzeuge schwerlich an dieser Meisterleistung beteiligt gewesen sein konnten und daher nur ein digitales Flugzeug diese massiven, doppelwandigen, stählernen Außenträger tatsächlich durchschlagen haben konnte. Detaillierte Ansicht des Schadens, den die angebliche Passagiermaschine vom Typ Boeing 767 an den äußeren Stahlträgern des WTC Nordturms anrichtete. Der Fall zeigt auf Edna Kintron, die in den letzten Minuten ihres Lebens durch ihre bloße Anwesenheit die offizielle Lügenversion straft. Wie im Bild deutlich zu sehen, ist die Bruchkante an der Außenfassade an mehreren Stellen lächerlich gerade, sodass die Form des angeblichen Einschlaglochs nicht einmal entfernt den Konturen eines Flugzeugs ähnelt. Dieses widersinnige Phänomen ist jedoch leicht erklärt.
Wie man anhand des Bildes erkennt, bestand die Fassade der Zwillingstürme nicht nur aus Stahlträgern. Zusätzlich gab es noch eine Aluminiumverkleidung, die außen an den Stahlträgern angebracht war. Und im Gegensatz zu den Stahlträgern, die vom Fundament bis hoch zur Spitze der Türme mehr oder weniger massiv waren, bestand die Aluminiumverkleidung aus kleineren vertikalen Segmenten. Wenn Sie sich das Bild aufmerksam ansehen, werden Sie einige horizontal verlaufende Linien bemerken, die in regelmäßigem Abstand parallel zueinander verlaufen. Sie sind schwach an den unbeschädigten Teilen der Fassade des Turms zu erkennen. Diese Linien, bei denen es sich lediglich um Nahtstellen zwischen den einzelnen Aluminiumplatten handelt, zeigen, wie lang eine einzelne Platte war. Die 9-11-Täter sahen sich dem Problem gegenüber, dass sie die mit konventionellem Sprengstoff gefüllten Hohladungen, mit denen die beiden Einschlaglöcher in Form des Flugzeugs nachgeahmt werden sollten, nicht im Innern des Turms deponieren konnten, sondern außen anbringen mussten, da die Explosionsenergie nach innen gelenkt werden sollte, um das Szenario glaubwürdig erscheinen zu lassen. Genauso wenig konnte man die Schneidladungen aber auch ganz außen an der Fassade der Zwillingstürme anbringen, wo sie für alle sichtbar gewesen wären. Daher platzierten die 9-11-Verbrecher ihre Hohlandungen zwischen den äußeren Aluminiumverkleidungen und den äußeren Stahlträgern. Somit richtete sich die Explosionsenergie der Ladungen nach innen und durchtrennte die Stahlbalken an der gewünschten Stelle. Und tatsächlich funktionierte dies. Wie Sie sehen, wurden die inneren Stahlträger, die im Gegensatz zu den hellglänzenden Aluminiumplatten etwas dunkler sind, in der Tat an den richtigen Stellen durchschlagen, um so die Umrisse eines kompletten Flugzeugs nachzubilden. Zudem sind die Stahlträger an der Bruchstelle nach innen gebogen, so wie es sein sollte. Dennoch haben die 9-11-Täter sich in einem Punkt verrechnet. Zwar wurde der Großteil der durch Hohlladungen freigesetzten Explosionsenergie tatsächlich nach innen in Richtung der Stahlträger freigesetzt, doch eine relativ geringe Energiemenge wirkte nach außen und erzeugte dabei eine Art Rückstoßeffekt. Dadurch wurde die Aluminiumverkleidung weggesprengt. Anstatt die Verkleidung aber zu zerschneiden, riss diese Explosion einfach die gesamten Aluminiumplatten heraus und stieß sie vom Gebäude weg auf den Gehweg. Je nachdem, wie die Hohlladungen an der Wand angebracht waren, wurden an manchen Stellen eine, an anderen zwei, drei oder mehr Platten herausgerissen. Deshalb sehen die Einschlaglöcher auch so absurd aus und weisen eine Stufenform auf, anstatt die Silhouette eines Flugzeugs formvollendet wiederzugeben. Hier ist eine Bildschirmaufnahme eines Videos, welches diese herausfliegenden Stücke der Aluminiumverkleidung von gleicher Länge zeigt. Man kann im Detail erkennen, wie diese Stücke der Aluminiumverkleidung nach außen gesprengt werden. Ich habe schon immer davon geträumt, ein paar Bilder in guter Qualität zu finden, die diese äußeren Stücke der Aluminiumverkleidung im Moment der Explosion zeigen. Doch weil solche Bilder von den US-Behörden als höchst aufrührerisch galten, wurden sie alle zensiert. Und es war für mehrere Jahre fast unmöglich, diese im Internet zu entdecken. Trotzdem, vielleicht wegen meines guten Glücks, war es mir schließlich möglich, eines dieser Bilder durch bloßen Zufall zu finden oder vielleicht durch Gottes Gnade. Am 16. Juli 2011 habe ich durch Zufall in einem Bangkoker Geschäft die Sonderausgabe eines gewissen Magazins mit dem Namen Life entdeckt. Diese Ausgabe hatte den Titel Brought to Justice, zur Rechenschaft gezogen, und war ganz der damaligen angeblichen Tötung von Osama bin Laden gewidmet, der angeblich von einem US-Kommando irgendwo in einem Hoheitsgebiet eines unabhängigen Staates von Pakistan getötet wurde und sein Körper 2000 Kilometer weiter im nächsten tiefen Meer hastig versenkt wurde. Eigentlich habe ich kein Interesse für irgendwelches Propagandamaterial, vor allem solches. Doch diesmal hatte ich auf einen Freund gewartet und hatte nichts zu tun. Deshalb nahm ich mir das Magazin vom Stand und blätterte gemächlich durch. Neben einigen hochaufgelösten Porträts von Osama bin Laden und seinen Verwandten und einigen lächerlichen propagandistischen Fotos befand sich auf den Seiten 8 und 9 des Magazins die aufrührerischste Fotoaufnahme mit der Explosion vom Südturm. Genau das, wovon ich geträumt hatte zu besitzen. Selbstverständlich habe ich das Magazin sofort gekauft und habe das Foto gescannt. Das Foto gehört einer gewissen Naomi Stock. Ich habe das Gefühl, dass ich kein Recht habe, meinen Zuschauern dieses absolut beispiellose Foto vorzuenthalten und hoffe aufrecht, dass die Frau Naomi Stock nichts dagegen hat, wenn ich hier ihr Foto zusammen mit meiner Äußerung platziere, dass es der wichtigste Beweis des 11.9. ist, der lange vor der Gemeinde verborgen wurde. Dieses einzigartige und hochqualitative Bild zeigt im Detail, wie diese Teile der Aluminiumverkleidung von gleicher Länge, die von der Explosion wegfliegen, nur den Bruchteil einer Sekunde vor dem orangenen Feuerball entfernt sind. Auf dem Foto sind einige Teile dieser Aluminiumverkleidung in sehr gutem und in weniger gutem Detail zu erkennen. Eine andere interessante Sache ist, dass die Stücke der Aluminiumverkleidung in zwei Richtungen fliegen. Nach rechts, das heißt die Flugrichtung des angeblichen Flugzeugs, als auch nach links. Das heißt, in die Richtung, die genau gegenüber der Flugrichtung des angeblichen Flugzeugs liegt.
Das Flugzeug kam ja laut der offiziellen Story und laut der Videos, die im Fernsehen gezeigt wurden, von der linken Seite auf den Südturm zugeflogen. Lasst uns zurück zu dem ersten Foto kommen, das die Details des Schadens und das merkwürdige treppenförmige Loch zeigt, welches angeblich von dem Aluminiumflugzeug an den äußeren Stahlträgern im BTC Nordturm gemacht wurde, inklusive schmaler Schnitte, die angeblich durch die Aluminiumflügel und die Aluminiumheckflosse des Aluminiumterroristenflugzeugs erzeugt wurden. Jedoch besitze ich ein besseres Foto dieser Einschlagstelle als das vorhin beschriebene. Hier ist es. Seitdem wir nun kennengelernt haben, was diese Teile der Aluminiumverkleidung sind, die in Segmente gleicher Länge angebracht sind, und seitdem wir die ganzen Arten von Stahlsäulen unter dieser Verkleidung kennengelernt haben, können wir nun ganz eindeutig verstehen, was tatsächlich passierte. Zudem ist auf dem Foto deutlich eine Frau zu sehen, die sich verzweifelt an einen der hochragenden Träger klammert. Sie wurde als Edna Kindron identifiziert, die darauf hoffte, im letzten Moment doch noch gerettet zu werden. Leider wurde sie bei dem Einsturz des Nordturms getötet. Doch in diesem letzten Augenblick ihres Lebens zeigte sie der Welt, durch ihre bloße Gegenwart an der angeblich so heißen Stelle, an der Stahlträger geschmolzen sein sollen, dass die US-Regierung die Bevölkerung belog. Viele ahnungslose Menschen mögen sich an dieser Stelle verständlicherweise fragen, was aber ist mit den Augenzeugen, die die Flugzeuge gesehen haben? Die Antwort lautet, die Zahl der Augenzeugen, die keine Flugzeuge gesehen haben, entspricht ungefähr der Anzahl an Augenzeugen, die die Flugzeuge angeblich gesehen haben. Auf meinem persönlichen YouTube-Kanal gibt es einige aufrührerische zeitgenössische Nachrichtenausschnitte, die sich auf die allerersten Minuten der 9/11-Tragödie beziehen. Diese Videos zeigen, dass keiner der ersten Augenzeugen irgendwelche Flugzeuge sah oder gehört hat, die jedoch nur die Explosionen in den oberen Etagen der Zwillingstürme gesehen und gehört haben. Hier sind die direkten Links zu den Videos. Loy, hast du vom World Trade Center gehört? Der zweite Turm ist gerade explodiert. Nein, ich ging mein Auto parken und bin auf dem Dach dieser Garage. Tatsache ist, dass ich die zweite Explosion auf Videoband eingefangen habe. Nein, eine Bombe, ich hab's gesehen. Kein Flugzeug, nichts hat es getroffen. Das Gebäude explodierte, vom anderen Turm, einige Stockwerke tiefer. Hey Jungs, ich habe das zweite Gebäude explodieren sehen. War es ein Flugzeug? Nein, ich hab's gesehen. Nichts hat das Gebäude getroffen. Ich hab's auf Video. Ich habe kein weiteres Flugzeug gesehen. Es sah aus, als ob es explodierte. Der erste Einschlag? Nein, der erste war es nicht. Ich holte meine Kamera, kam zurück und der zweite ging hoch. Ich denke aber, dass im zweiten eine Bombe war. Ich habe kein Flugzeug gesehen. Ich sah den zweiten explodieren und war schockiert. Ihr Jungs habt gerade die zweite Explosion verpasst, vor einigen Minuten. Wir hörten gerade das Radio. Sagen Sie, dass das zweite Gebäude... Die sagen, dass es möglicherweise ein zweites Flugzeug war. Ich habe nicht gesehen, dass es eins war. Ich war hier. Du warst hier? Ich habe den ersten Turm gefilmt und plötzlich explodierte der zweite Turm. Hast du den Lichtblitz gesehen? Ich sag euch, es sah aus, als ob dort eine Bombe von innen explodierte. Es war kein Flugzeug im zweiten Turm. Bis jetzt sieht es nicht so aus, als ob es dort einen Einsatz gibt. Und vergiss nicht. Oh mein Gott! Es sieht nach einem zweiten Flugzeug aus. Ich habe kein Flugzeug hereinkommen sehen. Es ist einfach nur explodiert. Wir haben gerade ein zweites Flugzeug gesehen, das von der Seite hereinkam. Du hast, aber es war absolut in meinem Blickwinkel. Ja, da war die zweite Explosion. Sie können das zweite Flugzeug sehen, das von der rechten Seite. Kein zweites Flugzeug. Es war eine Bombe. Eine Bombe im anderen Gebäude. Kein zweites Flugzeug. Es war eine Bombe. Wer sagte, dass es ein zweites Flugzeug war? Man sagte uns ein zweites Flugzeug. Wir haben es im Fernsehen gesehen. Nein, ich habe alles gesehen. Vielen Dank. Der Reporter dreht sich verunsichert nach rechts und dann nach links, um sich zu vergewissern, ob jemand diese aufrührerische Zeugenaussage mitgehört hatte. Wir haben gerade George S. hier, der ebenfalls beide oder eine der Kollisionen gesehen hat. George, können Sie uns hören? Ich kann Sie hören. Was haben Sie gesehen, George? Ich war im Auto und fuhr den Battery-Tunnel hoch, dann nördlich der West Street, als sich eine gewaltige Explosion ereignete. Und ich begriff, dass es mehr als nur eine Baustellenexplosion war. Ich sah aus dem Fenster und etwas, das wie ein riesiger Reifen aussah, knallte auf den Boden und ich glaube, es traf das Auto neben mir. Und es war so furchterregend und es gab auch eine Tonne von fallenden Trümmern. Und ich sprang aus dem Auto, rannte südwestlich, als eine weitere Explosion stattfand.
Und haben Sie irgendwelche Verletzte am Boden gesehen, George? Ein Mann neben mir wurde von einem Trümmerteil am Arm getroffen. Und die sagten, dass ein Mann mit einem Auto schwer verletzt wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob es das Auto neben mir war. Ich kann es nicht bestätigen. Alles, was ich sagen kann, ist, dass eine Menge Trümmer heruntergefallen sind. Es ist verwirrend, weil ich glaube, dass jeder sofort annahm, dass eine Bombe explodierte. Und deswegen glaubten die Leute, dass weitere Bomben explodierten. George, haben Sie das zweite Flugzeug gesehen, das in den zweiten Zwillingsturm hineinflog? Wissen Sie, ich habe gar kein Flugzeug gesehen, dafür hörte ich zwei Explosionen. Es war die erste Explosion, die lauter war als die zweite Explosion. Doch die Massenmedien nahmen in das ausgestrahlte Videomaterial vor allem jene Augenzeugen auf, die behaupteten, Flugzeuge gesehen zu haben. Die gesamte 9-11-Darstellung war eine gewaltige Täuschung. Wenn es aber jemand bewerkstelligt hat, gefälschte Bilder von Flugzeugen zu fabrizieren, die die äußeren Stahlträger der Zwillingstürme durchschneiden, als seien sie aus Butter, und wenn dieser jemand es geschafft hat, dieses Videomaterial allen Massenmedienagenturen zukommen zu lassen, wäre dann nicht auch anzunehmen, dass er schon vorab für eine ausreichende Zahl an falschen Augenzeugen gesorgt hat, die Flugzeuge gesehen haben wollen? Davon müssen wir selbstverständlich ausgehen. All die Augenzeugen, die gesehen haben wollen, wie Aluminiumflugzeuge die stählernen, doppelwandigen Träger der Zwillingstürme durchschlugen, waren lediglich Darsteller, die von den 9-11-Verbrechern angeheuert worden waren, um Massenmedien und Öffentlichkeit zu belügen. Hier ist ein YouTube-Link zu einem Video, das die bei weitem beste und umfassendste Analyse über die Flugzeuge vom 11.09. zeigt, die von Alexander Collins alias Ace Baker, einem bekannten 9-11-Forscher und einem Spezialisten in der Videobearbeitung, gemacht wurde. Dieses Video muss man gesehen haben. Hier ist ein letzter Videoclip, der eindeutig zeigt, wie sie mit den Flugzeugen getäuscht wurden. Ganz am Anfang des Videos sieht man eindeutig diese mehrteiligen Stücke der Aluminiumverkleidung von einer festgelegten Länge, die knapp vor dem Feuerball nach außen geschleudert werden. In allen Aufnahmen des ersten und zweiten Flugzeugeinschlags gibt es keine sichtbaren Wirbelschleppen, die eigentlich durch die Flugzeugtriebwerke hätten verursacht werden müssen. Es gibt Experten, die behaupten, dass die Hitze der Explosionen zu hoch sei, um von den Wirbelschleppen beeinflusst zu werden. Doch hier sieht man auf einer Aufnahme, dass sogar bei Napalmfeuer diese Wirbelschleppen präsent sind. Seht euch die Videos vom 11.09. in hoher Auflösung an und schaut genau hin. Es gibt keine sichtbaren Turbulenzen im Rauch oder im Feuer. Das ist nur möglich, wenn dort keine Flugzeuge waren. Es sieht für die Täter wie ein unbedeutendes Stück aus, doch es ist in Fakt ein ganz schwerer Beweis. Im Voraus platzierte Sprengladungen mögen nett und überzeugend wirken. Doch können Sie niemals die echten Turbulenzen bzw. Wirbelschleppen, die durch eine Flugzeugturbine verursacht werden, reproduzieren. Die physikalischen Gesetze hatten sich am 11. September 2001 keineswegs freigenommen. Der gesunde Menschenverstand, der leichtgläubigen Menschen vor dem Fernseher, schon eher. Gleichwohl kann dieser gesunde Menschenverstand wieder reaktiviert und die 9-11-Illusion überwunden werden. Und als beste Medizin hierfür dienen die alten, vor dem 11. September gedruckten englischsprachigen Wörterbücher mit ihrer Definition des merkwürdigen nuklearen Fachbegriffs Ground Zero. Der Punkt auf der Erd- oder Wasseroberfläche direkt unter, über oder an der exakten Stelle, an der eine Atombombenexplosion stattfindet. Neben den alten englischen Wörterbüchern können auch die folgenden Fotos für eben diesen Zweck benutzt werden. Sie zeigen das geschmolzene Gestein in den unterirdischen, durch die Kernexplosionen unter den drei Gebäuden des World Trade Center entstandenen Hohlräumen, als diese schließlich abgekühlt und die radioaktiven Rückstände entfernt worden waren. Vielleicht wäre das Bild, das ich in diesem Artikel vom 11. September gezeichnet habe, ohne den obligatorischen offiziellen Zeugenbericht unvollständig. Solche Berichte gibt es viele, doch ich habe hier den besten und überzeugendsten ausgewählt. In der Online-Ausgabe des New York Magazine erschien ein bemerkenswerter Artikel mit dem Titel Rudy Tuesday.
Dieser Artikel ist nicht nur deshalb bemerkenswert, weil er den Begriff Ground Zero in Bezug auf den Ground Zero in Manhattan in seiner Reinform verwendet, also ohne Anführungszeichen und Großschreibung, wie er auch in jedem Zivilschutzhandbuch auftauchen würde, sondern auch wegen der Kommentare des ehemaligen New Yorker Bürgermeisters Rudolph Giuliani. Ich halte diese Stellungnahme für ein solches Prunkstück unter allen wichtigen 9/11-Beweisen und auch psychologisch betrachtet für eine so bedeutsame Zeugenaussage, dass ich den Ausschnitt hier in voller Länge und in unveränderter Form wiedergeben möchte. Beachten Sie, dass der Bürgermeister von New York unmittelbar nach der beispiellosen Kerosinbauchlandung des WTC ohne ersichtlichen Grund die Atomschiene fuhr und seine Ansprache mit dümmlichen Aussagen über Kernreaktoren begann, gefolgt von den Behauptungen, dass er wisse, auf was die Ground Zero-Helfer, die er ohne mondanzugähnliche Schutzausrüstungen zu den Aufräumarbeiten geschickt hatte, in Wirklichkeit stünden. Zitat vom Rudy Tuesday-Artikel. Ach ja, 9/11. Nachdem die Salate serviert worden sind, übernimmt draußen im Speisesaal der Delaware-Abgeordnete Mike Castle das Mikrofon. Er spricht über Rudy, Rudolph Giuliani und die Fensterputzer. Es wird weiterhin eifrig auf Blackberries gescrollt. Dann aber berichtet Castle von der Ground Zero-Führung, die der Bürgermeister für ihn und andere Kongressabgeordnete in den Tagen nach den Terroranschlägen veranstaltet habe. Nun werden die Leute allmählich wach. Er hat den meisten der Begräbnisse beigewohnt. Er war in jeder erdenklichen Hinsicht präsent, so Castle. Ich glaube nicht, dass wir ihm je genug für das danken können, was er getan hat. Nun schreitet Rudy zum Podium. Das Publikum erhebt sich. Die Anzugträger an den billigen Tischen reißt es von den Stühlen. Und ein Bankertyp steckt die Finger in den Mund und pfeift laut. Zunächst nutzt Giuliani die Gunst des Wohlwollens. Streut hier und da was zur Immigration ein. Merkt an, dass China über 30 Kernreaktoren gebaut habe, seit die Amerikaner den letzten errichtet haben. Vielleicht sollten wir es China gleich tun. Wie bitte? Man sieht förmlich die Gedankenblasen über den Köpfen der Zuhörer aufsteigen. Ist dies wirklich derselbe Mensch, den wir im Fernsehen gesehen haben? Der sich wie ein wahrer Präsident verhalten hat, während der tatsächliche abgetaucht war? Dann aber begibt sich Rudy auf vertrautes Terrain, gemeinsam mit McCain und mit Romney, seinem zwei bekanntesten republikanischen Präsidentschaftskandidatenkollegen, wagt er sich gemäß dem Kurs des Präsidenten auf das dünne, nachgiebige Eis der Truppenaufstockung im Irak. Doch Rudy vermag das Thema auf eine Weise anzugehen, die weder McCain noch Romney, ganz zu schweigen von Hillary und Barack Obama, beherrschen. Und genau dies tut er nun. Der Irak ist schuld an 9/11, was ihn zu dem ikonenhaften Bild von den Bauarbeitern bringt, die über Ground Zero die Fahne hissen. Ich weiß, auf was sie da standen, sagte Giuliani. Sie standen auf einem Kessel. Sie standen auf einem 2000 Grad heißen Feuer, das 100 Tage lang wütete. Und sie haben ihr Leben riskiert, als sie diese Fahne hissten. Der ganze Saal schweigt. Nicht eine Gabel fällt auf den Teller, nicht ein Goldarmband klimpert. Sie haben die Flagge gehisst, um zu sagen, ihr könnt uns nicht besiegen, denn wir sind Amerikaner. Der Bürgermeister hält inne und wie aufs Stichwort hört man eine alte Frau schniefen. Er fährt fort. Und dies sagen wir nicht voller Arroganz oder mit einem militärischen Bezug, sondern mit einem spirituellen. Unsere Wertvorstellungen sind besser als eure. Ich bin mir nicht so sicher, ob unsere Wertvorstellungen wirklich besser als ihre sind. Denn in meinen Augen spricht es nicht gerade für diese Wertvorstellungen, mitten in einer dicht bevölkerten Großstadt Wolkenkratzer durch thermonukleare Sprengladungen einzureißen, von denen jede achtmal so stark war wie die Hiroshima-Bombe. Doch im Grunde stimme ich mit dem Herrn Giuliani überein. Die bedauernswerten Ersthelfer am Ground Zero standen tatsächlich auf einem Kessel und sie haben tatsächlich ihr Leben riskiert. Wie zu erwarten ist, wenn gutgläubige Menschen ohne Schutzausrüstung einen Ort aufsuchen, an dem jüngst eine Kernexplosion stattgefunden hat. Damit dürfte der Zuschauer ein mehr oder weniger vollständiges Bild von den Geschehnissen haben, davon, was genau am Ground Zero in Manhattan geschah und wofür der Begriff Ground Zero von 9/11 in der englischen Sprache stand. Und dies alles wird zudem durch eine wichtige Zeugenaussage untermauert. Natürlich bleiben am Ende dieser Ausführungen noch eine Menge Fragen offen. Was traf das Pentagon? Wenn die Flugzeuge nicht in die Zwillingstürme eingeschlagen sind, wohin sind sie dann verschwunden? Was geschah mit den Passagieren? Was passierte mit den vermeintlichen Entführern und warum wurde das Doomsday-Flugzeug, die fliegende Kommandozentrale der US-Luftwaffe für Krisenfälle, am 11. September in der Luft gesehen? Warum war es nicht möglich, den Nordturm vor dem Südturm einstürzen zu lassen? Warum ließen die US-Behörden Zwillingstürme und WTC überhaupt zusammenbrechen? Warum gab es weniger Fälle von akuter als von chronischer Strahlenkrankheit unter den Ersthelfern am Ground Zero? Wer verschickte die Anthrax-Briefe und warum?
Warum zogen es die Geheimdienste anderer Länder, zum Beispiel Russlands, Indiens und Chinas, vor, nicht bemerkt zu haben, dass es die US-Regierung war, die das World Trade Center durch drei thermonukleare Explosionen von jeweils 150 Kilotonnen Sprengkraft zum Einsturz brachte und dass diese Tat weder von Afghanistan noch vom Irak ausging? Warum schwieg die Internationale Atomenergieorganisation IAEA? Und zu guter Letzt, wer inszenierte 9/11 und warum? Wie Sie sich sicherlich vorstellen können, war 9/11 eine überaus komplexe Operation, deren Einzelaspekte so stark miteinander verwoben sind, dass es schlicht unmöglich ist, die gesamte Affäre mit wenigen Worten darzulegen und zugleich auf jeden der Aspekte einzugehen. Angesichts der begrenzten Zeit, der mir im Rahmen dieses Videos zur Verfügung steht, ist es ausgeschlossen, weitere, mehr oder weniger befriedigende Erklärungen bezüglich des Gesamtgeschehens am 11. September zu liefern. Im September 2009 habe ich eine recht umfassende Videopräsentation von insgesamt über 4 Stunden Länge erstellt, in der ich das gesamte Ereignis einigermaßen ausführlich erläutere. Dieses Video finden Sie im Internet unter den Suchbegriffen Dmitri Khalesov Video. Zudem habe ich ein Buch von gut 500 Seiten im A4-Format verfasst. Eine verkürzte, kostenlose Version des Buches können Sie ebenfalls im Internet herunterladen. Damit möchte ich nur veranschaulichen, dass es wirklich unmöglich ist, das tatsächliche Geschehen am 11. September 2001 im Rahmen eines solch begrenzten Videos verständlich darzulegen. Allein schon die technischen Einzelheiten des Raketenangriffs auf das Pentagon und die Begleitumstände zu erklären, würde ein weiteres Video dieser Länge erfordern. Vielleicht kann ich dieses Video hier irgendwann fortsetzen. Daher kann ich von all den zuvor genannten Fragen nur die letzte beantworten. Der 11. September wurde von denjenigen inszeniert, die die USA gemeinsam mit anderen Ländern in einen aberwitzigen Krieg in Afghanistan und in Irak treiben und die Bevölkerung dieser Länder ihrer letzten Bürger- und Menschenrechte berauben wollten. Es sollte sich von selbst verstehen, dass weder Al-Qaida noch eine andere muslimische Organisation es sich hätte leisten können, die amerikanischen Massenmedien mit gefälschtem Flugzeug-Videomaterial zu versorgen, Zeugen anzuheuern, die gesehen haben wollen, wie Aluminiumflugzeuge Stahl durchschlagen und zugleich das World Trade Center mittels dreier unterirdischer thermonuklearer 150 Kilotonnen Sprengladungen in Schutt und Asche zu legen, von denen jede die achtfache Sprengkraft der ersten über Hiroshima abgeworfenen Atombombe besaß. Das abgebildete Diagramm wurde von einem meiner Leser auf der Webseite von Wikipedia entdeckt, wo es um einen Artikel um nukleare Tests geht. Das Diagramm repräsentiert offensichtlich die 4 Arten von nuklearen Explosionen, die in unterschiedlichen Umgebungen ausgeführt werden. 1. Atmosphärisch, 2. Unterirdisch, 3. In der oberen Atmosphäre, 4. Unter Wasser. Ratet mal, warum die ein gewisses hohes Bauwerk oberhalb der Stelle einer nuklearen Untergrundexplosion 2 positioniert haben, welches gewisse Wellen um sich herum aussendet? Das ist ein klassisches Diagramm aus den 70ern. Zu diesen Zeiten waren die nuklearen Explosionen noch nicht böse und es wurde offen darüber diskutiert. Und zu diesen Zeiten war es auch kein großes Geheimnis, dass man nukleare Untergrundexplosionen erfolgreich für den Abriss von Wolkenkratzern hätte benutzen können. Sehr geehrte Damen und Herren, es war gar nicht einfach, diese Forschungsarbeit zu machen und die dazugehörige Videopräsentation zu erstellen. Außerdem hat es mehrere Jahre gedauert, Beweise zu sammeln und es hat mehrere Jahre gedauert, um gegen verschiedene Geheimdienste zu kämpfen, die dieser Arbeit in der einen oder anderen Weise entgegenstanden. Gar nichts davon war billig. Zu all diesen Dingen kommt noch hinzu, dass es beträchtliche Kosten erfordert, um das Material heutzutage zu vertreiben und um es in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Als Ergebnis unserer Bemühungen habt ihr schließlich die Wahrheit über das komplizierteste und das unglaublichste Ereignis des 21. Jahrhunderts erfahren, den 11. September. Es ist unwahrscheinlich, dass man irgendetwas anderes mit der Wichtigkeit dieses Wissens vergleichen könnte, welches ihr für umsonst bekommen habt. Jedenfalls war es für euch umsonst, nicht für uns. Wir müssen immer noch aus unseren eigenen Taschen zahlen, um diese Informationen an euch zu bringen. Wenn ihr eure Dankbarkeit zeigen wollt, oder unsere Bemühungen unterstützen wollt, oder beides. Bitte macht das mit einer Spende. Geldmittel werden dringend benötigt, um die Dinge am Laufen zu halten. Wenn ihr an uns spendet, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr die echte Wahrheit unterstützt. Neben den Spenden werden auch einige Freiwillige gebraucht, die helfen können, Kopien zu erstellen und die Wahrheit über den 11.9. weiter zu verteilen. Es werden auch Freiwillige benötigt, die helfen können, diese Materialien in andere Sprachen zu übersetzen.
vorzugsweise ins Arabische, Persische, Türkische, wie auch Französische, Spanische, Deutsche, Japanische und Chinesische. Die Übersetzungen in andere Sprachen wären auch sehr nützlich. Bitte kontaktiert trotzdem Dmitri Chalesow, bevor ihr bestimmte Übersetzungen macht, damit überprüft werden kann, ob bestimmte Materialien nicht schon bereits in einer anderen Sprache vorhanden sind. Wir werden euch auch sehr dankbar sein, wenn ihr uns helft, diese Materialien weiterzuverteilen. Erstellt Kopien und versendet sie an andere. Ladet sie ins Internet hoch und brennt diese auf DVDs. Sendet sie an eure Senatoren, Politiker. Sendet sie an die Helfer von Ground Zero. Sendet sie an diejenigen, die Büros um Ground Zero herum mieten und an diejenigen, die Büros im Sears Tower, heute Willis Tower in Chicago, mieten. Sendet sie an eure Freunde, sendet sie an eure Bekannten und sendet sie einfach an jeden. Drängt andere dazu, dasselbe zu tun, damit es an mehr Leute gesendet wird. Die Leute müssen die Wahrheit wissen. Wenn jeder US-Bürger erfährt, was mit dem WTC passierte, dann wird die US-Regierung keine andere Wahl haben, als die Wahrheit zuzugeben und um schließlich diejenigen zu bestrafen, die wirklich für den 11.9. verantwortlich waren. Vielleicht werdet ihr sogar die Möglichkeit haben, einige eurer ehemaligen zivilen Freiheiten zurückzuverlangen, die euch als Ergebnis des 11.9. und des Krieges gegen den sogenannten Terror weggenommen wurden. Sendet diese Materialien an mehr Leute und ihr werdet viele Rückmeldungen vom Volk von dieser Art erleben. Solltet ihr das Verlangen haben, mit Geldmitteln oder einigen Bemühungen den Vertrieb oder die Übersetzung dieser Materialien zu unterstützen, bitte kontaktiert uns. Ihr könnt auf unseren Webseiten oder im Artikel 11. September die dritte Wahrheit, die Einzelheiten über das Spenden und zum Kontakt aufrufen. Bitte beachtet, dass der Zugriff auf einige Webseiten in eurem Land durch Kontrollbehörden geblockt werden könnten und dass man diese Webseiten in einigen Ländern nur durch einen Proxy-Server erreichen kann. Danke im Voraus für die Spenden.